Liebe Stadtverordnete, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich denke, wir sind auch online. Liebe Bürgerinnen und Bürger in Falkensee am Livestream, bin ich gut zu verstehen oder weil Sie sich umdrehen? Ja, okay. Ich begrüße Sie herzlich zur dritten ordentlichen Tagung der Stadtverordnetenversammlung und stelle fest, dass ordnungsgemäß dazu geladen worden ist. Einige Stadtverordnete sind wegen Krankheit heute nicht dabei, andere sind online zugeschaltet. Ich habe jetzt im Augenblick keinen Überblick, wer das alles genau ist. Aber wenn dann eine entsprechende Wortmeldung ist, wird mir das dann auch angezeigt, ja? Wenn online. Gut. Der gesamte öffentliche Sitzungsteil wird also als Livestream gesendet, auch die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung. Das heißt also, wenn jemand von den Einwohnern nicht möchte, dass er gesendet wird, dann wird praktisch das Bild entsprechend abgeschaltet. Und wenn dann der Vortrag ab und die Fragen gestellt sind, wird die Antwort dann kurz, also nochmal von mir anmoderiert, die Fragestellung, und dann wird der Livestream wieder zugeschaltet. Ich frage jedes Mal ausdrücklich, wenn jemand nachher sich zu Wort meldet, ob er damit einverstanden ist, dass das auch entsprechend gesendet wird. Bitte Ihre guter Hinweis, Handys stumm schalten, damit wir ungestört tagen können. Das Filmfotografieren ist im Zuschauerraum und den Zuschauern nicht gestattet. Ich komme dann zum Tagesordnungspunkt 2 der Einwohnerfragestunde. Gibt es von Seiten der Einwohnerinnen und Einwohner Fragen? Herr Prüwer hatte sich zuerst gemeldet, und dann gehen wir rechts rum. Bitte jeweils sagen, wenn Sie nicht einverstanden sind, dass das im Livestream übertragen wird. Ja, guten Abend. Ich bin damit einverstanden, dass es im Livestream gesendet wird. Also, ich habe eine Frage an den Bürgermeister. Zuvor möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Sie kennen mich, aber vielleicht noch nicht alle. Mein Name ist Heiko Prüwer, bin der Ortsvorsitzende der AfD hier in Falkensee, komme aber nicht aus dieser oder wegen dieser Funktion hier heute her, sondern weil ich immer mehr oder immer häufiger Anrufe von Bürgern bekomme, die sich kritisch über die Vorgehensweise unseres Ordnungsamts äußern. Ich glaube, der Bürgermeister weiß um die Problematik, da ich eben auch weiß, dass sich schon einige Selbstständige bei ihm darüber beschwert haben. Früher, vor dem neuen Amtsleiter, wurde noch mit Augenmaß und Ermessensspielraum Knöllchen etc. verteilt. Damit konnten wir alle leben. Heute werden bei jeder Kleinigkeit Strafen, also Knöllchen, verteilt, ohne Sinn und Verstand in Augen vieler, gerade der Selbstständigen. Und daher jetzt meine Frage, wurden neue oder vielmehr mehr Mitarbeiter eingestellt im Ordnungsamt? Und wenn ja, warum? Will sich der neue Amtsleiter durch seine sogenannte Härte profilieren? Und die letzte und dritte Frage, denkt man in der Stadtverwaltung, also respektive der Bürgermeister, auch mal darüber nach, dass die meisten Gewerbetreibenden, die hier drangsaliert werden, auch Gewerbesteuern bezahlen und so auch zur Finanzierung des Ordnungsamts beitragen? Das sind meine kurzen Fragen. Danke. Vielen Dank, Herr Prüwer. Wer antwortet, der Bürgermeister? Ja, also wunderschönen guten Abend. Zu den Fragen, wir haben es natürlich auch schon gehört, wir sind auch in Gesprächen mit dem Ordnungsamt. Mehr Mitarbeiter kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, kann dann Frau Jansen vielleicht mehr sagen. Wir haben natürlich Neuzugänge, weil andere ältere Mitarbeiter in Ruhestand gehen, aber selbst wenn es mehr sind, ist es jetzt nicht deswegen, um jetzt irgendwelche Mehreinnahmen zu erzielen, falls die Frage dahin gehen sollte.
Härteprofil kann ich also auch nicht so bestätigen. Also ist jetzt ein Problem, dass jetzt neuerdings die Beträge sich geändert haben, dass zum Beispiel Parken auf dem Grünstreifen oder auf dem Bankett jetzt neuerdings 55 Euro kostet, das wissen wir, das ist also, wie gesagt, ist ja nicht eine Falkenseer-Erfindung. Und auch die Sache mit den Gewerbetreibenden, da sind wir auch im Gespräch. Wir haben also letzte Woche eine Runde gehabt und hoffen da eine gute Lösung gefunden zu haben, wenn es reicht. Vielen mit dem Dank. Speziellen Gewerbetreibenden bin ich dann auch im Gespräch. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage? Ja, soweit die Antwort ist, was heißt in Ordnung, damit haben wir gerechnet. Entscheidend ist doch aber, ob du oder Sie als Bürgermeister nicht auch ein bisschen Einfluss nehmen können darauf, weil wie gesagt, ob wir uns den Unmut der Selbstständigen ranziehen, die sowieso schon zu kämpfen haben und wie du selber gesagt hast, eben gerade die Strafen sind schon drakonischer geworden und ich mache ein paar Stunden für so einen Fahrdienst, die meisten werden es ja wissen, ich selber habe auch schon so einen Strafzettel gekriegt, weil ich in der Poststraße, wo alles frei war, gebe ich zu, dann habe ich auf dem Behindertenparkplatz gestanden, aber mit einem Fahrzeug, wo du eigentlich auch einen Rollstuhl drin machen darfst, komme nach 10 Minuten wieder runter, habe ein Knöllchen dran und ich sage, ich habe da gerade eben mit einem Rolli nach oben gebracht, bin gleich wieder runtergekommen, ich muss hier alle gleich behandeln. Also wie gesagt, Augenmaß, ja, ich meine 55 Euro tun dem einen weh, dem anderen nicht so. Aber also wie gesagt, Augenmaß und da sollten Sie oder du als Bürgermeister einfach mal drauf hinwirken, weil nichts ist schlimmer als den Unmut in der Stadt zwischen Ordnungsamt und dem Bürger zu fördern. Und wir werden mal nächstes Jahr sehen, wenn unsere sogenannten Flüchtlinge hier in den Containern sind und die unten am See rumrennen, ob dann auch das Ordnungsamt dann auch so drakonisch reagiert. Da bin ich mal gespannt. Ja, die werden ja nicht mit dem Auto kommen. Herr Bürgermeister? Naja, nee, aber wie gesagt, wir sind ja im Gespräch und wir haben auch, wie gesagt, auch mit dem Ordnungsamt im Gespräch und jetzt die Sachen, die jetzt immer noch aufploppen, kann ich jetzt also nicht sagen, inwieweit die in der Vergangenheit liegen oder wie weit die jetzt schon halt in der Vergangenheit liegen. Ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Anwohnerin und da ging es auch um eine Sache, die vor 14 Tagen war. Ja, wie gesagt. So, und bitte kein Zwiegespräch. Naja, ja. Die nächste Frage, bitte. An die Regie der Hinweis, die Einwohner verstehen wir sehr gut. Als jetzt der Bürgermeister geantwortet hat, war ein unheimlicher Hall und es war teilweise schwer zu verstehen. Ja, mein Name ist Frank Albrecht. Sind Sie einverstanden, dass das... Ja, aber natürlich, okay. Natürlich. Ich hätte insgesamt 4 Fragen. Weil ich von mehreren die Auflage gekriegt habe, weil ich ja herkomme, weil die verhindert sind. Die erste. Drei Fragen bitte. Na gut, dann machen wir eben 3. Die erste, das Thema Bahn ab August. Das Thema hatten wir vorhin schon, letztens schon mal angeschnitten gehabt. Definitiv wird die Brücke, also für den Verkehr unten bei Herlitz, definitiv gesperrt, wenn die oben Gleisarbeiten haben. Laut Sicherheitsvorschrift. Leute, habt ihr euch mal überlegt, wo soll der ganze Verkehr langfahren? Denn die LKWs können von A nach B nicht durchfahren durch die Tunnels, weil die alle zu niedrig sind. Da haben wir das erste Problem. Die zweite Frage wäre Thema Stadion, also mehr gesagt, ehemalige Stadion, oder wann wir mal ein richtiges Stadion kriegen. Warum kann man da nicht das in der... Das ehemalige Lenin-Sportplatz, oder wie man das gesagt hat früher, warum kann man da nicht richtige Tribünen hinmachen? Auch wenn man nur Behelfstribünen. Wenn wir mal wirklich jemanden herkriegen, der mal wirklich jetzt bei uns spielen würde, jetzt auch als Testspiel, es ist definitiv ein scheiß Aushängeschild. Dann die nächste Frage: Thema unsere lieben Flüchtlinge. Wir hatten das Thema ja wieder letztens, also davor schon mal gehabt, wo die Computer abgestürzt sind. Jetzt hatten wir gehabt, wo die die Bestücker der Automaten gestreikt haben. Und wieder stehen dann Herren da, die eine Liste von 10 Leuten mit 10 Karten, 10 PIN-Nummern und räumen die Automaten leer. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, ihr müsst doch mal langsam das in den Griff kriegen, dass die nicht von mehreren Leuten das Geld runterziehen können. Wir stehen nachher da, wir kriegen kein Geld. Es war zum Ende so gewesen, dass im Falkensee kein einziger Automat mehr ging, weil es war leergeräumt. Und das kann nicht sein.
Also Leute, da müsst ihr euch definitiv was einfallen lassen. Also tut mir leid. Vielen Dank. Wer antwortet? Der Bürgermeister. Also, ich fange mal von vorne an. Die Sperrung der Brücke bei Herlitz wäre mir neu. Also wir sind also permanent im Gespräch mit der Bahn. Diese Woche waren wir erst in Potsdam beim Staatssekretär. Bei dem gleichen sind wir nächste Woche auch nochmal. Und da geht es speziell um die Sanierung ab nächsten Jahr August. Da kann ich da gerne nochmal nachfragen, aber das wäre wirklich neu, weil es ja, muss ja auch Schienenersatzverkehr muss ja geplant werden. Also wenn die, wie gesagt, kann jetzt nur sagen, dass ich das erste Mal höre. Laut Sicherheitsvorschrift hat kein PKW oder LKW unter einer Brücke zu fahren, sofern da oben Schotter verschrollt wird. Denn ich glaube mal nicht, dass ein LKW-Fahrer sehr begeistert ist, wenn er plötzlich eine Schotterfuhre abkriegt. Also, das weiß ich. Vielleicht wird es ja nachts temporär für eine Stunde irgendwie so realisiert. Aber wie gesagt, frage ich gerne nach. Frage zum Stadion. Wir haben wie wir alle wissen, viel zu wenig Sportstätten. Und so ein Stadion wäre ja relativ, blockiert nur für ein oder zwei Sportarten. Wir werden auf jeden Fall die Sportstätten angehen. Wird ja auch das Sportstättenkonzept wird ja gerade erstellt, eine Analyse gemacht. Aber inwieweit wir jetzt ein Stadion brauchen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil wir haben ja auch schon 3.000, 4.000, 5.000 Leute haben auch da schon mal untergebracht auf dem Sportplatz Ringpromenade. Aber über kurz oder lang werden wir da was machen müssen. Aber wie gesagt, Stadiontribünen, muss man gucken, ob man sowas da vielleicht unterbringt. Und die Sache mit der Bank, das wäre ja, wenn denn eine Sache der Polizei. Andererseits, wenn einer 10 Karten mit 10 PIN-Nummern hat, dann könnten ja auch theoretisch 10 Leute sich da anstellen. Also am Ende kommt es das Gleiche raus. Also ob da nur einer für 10 abholt oder 10 Leute sich anstellen. Letztendlich wären es ja alle Karten sein, die jetzt, wo normalerweise irgendwelche Personen dahinter stehen. Und wenn da irgendwelche älteren Herrschaften das also nicht mehr können, keine Ahnung. Also wenn denn wäre, aber müsste man die Polizei informieren, dass die denn vielleicht da mal aufpassen. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Sache passiert, wo wir irgendeinen Einfluss drauf hätten. Vielen Dank. Nachfrage sehe ich nicht. Dann Pfarrerin Dittmar. Ich bin auch bereit, dass mein Bild gezeigt wird. Ich stehe hier jetzt stellvertretend für das Kuratorium des Weltladens des Kirchenkreises Falkensee. Leider ist im Sommer uns mitgeteilt worden von den Eigentümern des Gebäudes Eder, dass wir im Weltladen nicht mehr länger bleiben dürfen. Aus Eigenbedarfsgründen möchte man uns den Mietvertrag kündigen. Aus diesem Grund haben wir uns in den letzten Monaten schon umgeschaut, das bewusst auch noch nicht an die Presse gebracht, weil hinter dem Laden stehen 38 Ehrenamtliche, die wir ja auch brauchen, um den Laden überhaupt zu betreiben. Und jeder, der mit Ehrenamtlichen umgeht, weiß, wie sensibel das ist und wie schnell die dann sagen, oh, dann haben wir keine Lust mehr, jetzt mitzuarbeiten. Wir haben jetzt ein neues Objekt gefunden und hoffen auch, dass zeitnah der Mietvertrag unterschrieben wird. Die Biofreunde hören ja leider Ende des Jahres auf in ihrem Laden, sodass dieser Laden von Mehls frei wird und die eine ähnliche Betriebsgenehmigung schon hat, wie wir ihn für einen Weltladen haben, sodass das rein praktisch für uns auch ein guter Standort ist, auch nah. Nichtsdestotrotz wird so ein Umzug natürlich auch uns ganz schön finanziell Probleme machen. Es ist ein Ehrenamtsprojekt überwiegend. Die Miete wird vom Kirchenkreis und auch von der Kirchengemeinde Seegefeld teils aufgefangen, weil dieser Laden nicht viele Gewinne abwirft. Und die Miete jetzt, die neue, wird um 100 Euro noch mehr kosten. Aber wir denken, dass wir das hinbekommen mit vereinten Kräften auch aus dem Kirchenkreis. Meine Frage ist nun an euch und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unser Unternehmen, den Weltladen, an anderer Stelle weiter betreiben zu können, wenn ihr das unterstützt. Und zwar unterstützt in dem Antrag, den ich den Fraktionen schon ausgeteilt habe, also über 5.000 Euro Sachunterstützung für all das, was so ein Umzug eben bedeutet.
Und das andere ist unsere Ehrenamtskoordinatorin, die dankenswerterweise in diesem Jahr schon für die Bildungsarbeit durch euch unterstützt wurde, dass wir diese Unterstützung im nächsten Jahr auch weiter bekommen. Denn so ein Umzug ohne eine Ehrenamtskoordinatorin für so ein Projekt, was nur davon lebt, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren, wäre nicht gut. Also ich würde mich sehr freuen, wenn da von eurer Seite eine Unterstützung da wäre. Vielen Dank, Frau Pfarrerin Dittmar. Ich glaube, der Bürgermeister will kurz etwas dazu sagen. Na, nicht viel, aber wir hatten ja heute Morgen einen Termin dazu und Sie waren ja auch schon fleißig, wie ich gesehen habe. Und da hoffe ich, dass die Fraktionen dann halt in irgendeiner Form denn da Sie unterstützen können. Danke. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus der Einwohnerschaft? Bitte schön. Einverstanden, dass das gesendet wird? Ja, ich bin einverstanden. Guten Abend, Schmidt mein Name. Ich habe eine Frage bezüglich Straßenbau. Ich habe also meinen Kostenbescheid bekommen, habe entsprechend bezahlt und habe dann Akteneinsicht beantragt. Die Akten waren im Prinzip nur eine vorgefertigte Excel-Tabelle mit Kosten und die Bauabnahme. Mehr gab es nicht zu sehen. Da wollte ich mal nachfragen, warum man nicht noch andere Akten bekommt bezüglich Vergabe der ganzen Gewerke und so weiter. Ob das jetzt wirklich so alles ist für Otto Normalverbraucher, dass man mehr nicht zu sehen bekommt. Vielen Dank. Herr Züller, erste Beigeordnete, will antworten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Üblicherweise ist es so, dass die Kosten, die beitragsrelevant sind, in einer Akte zusammengeführt werden, die dann auch für die Akteneinsicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, also an der Stelle der Anlieger, zur Verfügung steht. Alles, was Ausschreibung und Preisbildung und Ähnliches, was die Bindung von Firmen in diesem Zusammenhang mit dem Bauprozess, ob es jetzt der Straßenbau ist oder die Beleuchtung oder Ähnliches, ist nicht Bestandteil der Akte. Nach wie vor nicht. Das ist also schon aus Datenschutzgründen nicht gegeben, dass Sie in diese Fragen der Preisgestaltung von Firmen und der Ausschreibungsprozedere Einblick haben. Deswegen sind diese Akten getrennt. Das eine ist die Beitragsakte, die dürfen Sie einsehen. Und das andere ist die Bauakte, die dürfen Sie nicht einsehen. Bitte um Verständnis. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus der Einwohnerschaft? War das eine Wortmeldung? Dann schnell. Ruhig im Mantel. Frau von Fürks, sind Sie einverstanden, dass das im Livestream übertragen wird? Ja, gerne. Ja, Entschuldigung, die Verspätung. Ich war noch beim Jugendhilfeausschuss im Kreis. Genau, ich spreche hier, Anne von Fürks aus Falkensee. Ich spreche für die BI Falkenhagener Anger, für den Top Ausbau Freimuthstraße. Also um das mal, dass der Prozess läuft ja schon sehr lange. Ich würde es kurz zusammenfassen, als wir als BI die Ausführungsplanung, die Entwurfsplanung gesehen haben, waren wir eigentlich relativ schockiert. Da gab es Bus-Bus-Begegnungsverkehre. Auf den Flächen, die jetzt Grünflächen im Anger sind, sollten Autos geparkt werden. Und das Ganze am besten auch noch in Asphalt. Wir haben dann mit der BI ein Anwohnertreffen durchgeführt. Da waren wir knapp 30 Leute und haben diese Entwurfsplanung einstimmig abgelehnt. Wir haben uns dann aber in den letzten zwei Bauausschussrunden auch wieder mit eingebracht und können nun eigentlich mit der Beschlussempfehlung, die dort gefasst worden ist, ganz gut leben. Weil unsere Forderung, nämlich das Natursteinpflaster zu behalten, geschliffen und möglichst auch die alten Steine, keine Parkflächen oben auf dem Anger zu haben, eine Sperrung für den Durchgangsverkehr und sozusagen auch noch eine verschmalerte Breite, das lässt sich damit umsetzen. Vor allem in der geänderten Form, der auch durch den Änderungsantrag der Grünen aufgegriffen wurde. Wir begrüßen das sehr. Ja. Was für uns aber total wichtig ist, ist, dass das dann auch tatsächlich so gebaut wird. Weil es gibt ja viele Beispiele in Falkensee, die daher in unseren Augen zumindest nicht ganz zufriedenstellend sind in der Ausführung. Das heißt, meine Frage an die Verwaltung wäre jetzt auch,
Wie kann so eine, unsere Bürgerinitiative, wie kann die dann auch in die Ausführungsplanung mit einbezogen werden? Das wird uns sehr interessieren. Wir haben auch einen eigenen Entwurf gemacht, der ist auch den Mitgliedern des Bauausschusses zugegangen und sind sehr bereit, damit zu arbeiten, damit wirklich die Freimuthstraße auch dem historischen Charakter weiterhin gerecht wird. Dankeschön. Vielen Dank, Frau von Fürks. Wer antwortet? Herr Züller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau von Fürks, Frage verstanden. Nur ist es so, dass Sie bitten ja in gewisser Weise auch die Stadtverordneten, das ist Usus, dass die Verwaltung hier summarisch versucht, diese Fragen auch beziehungsweise diese Wünsche auch zu verarbeiten. Da habe ich im Vorfeld der heutigen Sitzung auch schon gehört, es gibt ja einen Änderungsantrag zu unserer Beschlussvorlage, den hat die Fraktion Die Grünen eingebracht. Und dann gibt es noch einen weitergehenden Antrag, der hinsichtlich der Planungsgrundsätze auch von der Fraktion noch eingebracht wurde. Da hätten wir jetzt gesagt, weil es ja weitergehend ist hinsichtlich der Ausführungsplanung, geht das in den Ausschuss. Aber vorhin habe ich auch wahrgenommen, dass sehr wohl wahrscheinlich das gesamte Paket Freimuthstraße nochmal in den Ausschuss geht. Wenn das der Fall ist, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, weil es ja öffentliche Sitzungen sind, dann entsprechend wieder zu partizipieren. Und ich würde dann an der Stelle hier auch zu Protokoll geben, wenn gewünscht, machen wir mit der gesamten BI dann auch nochmal parallel eine Veranstaltung, sodass Sie sich dann auch nochmal einbringen können. Ich empfehle bloß immer, das entsprechend im Fachausschuss zu machen, weil dann auch die Stadtverordneten den O-Ton von Ihnen hören und das entsprechend verarbeiten können. Es gibt wohl auch noch, habe ich hier gerade gesehen, ich habe es noch nicht gelesen, Änderungsantrag von der Fraktion Freie Wähler. Insofern wird im Tagesordnungspunkt, wenn das so kommt, darüber auch entschieden. Ich kann jetzt nicht vorhersagen, was genau passiert, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, weiter als Bürgerinitiative dabei zu bleiben und sich einzubringen, auch mit Ihren Wünschen. Ich würde bloß insgesamt bitten, dass, und das geht dann wiederum an die Stadtverordneten, dass wir in der Sache dann auch wirklich abschließend sprechen können. Dazu hatte ich in der vorletzten Sitzung bereits gebeten, dass sich die Fraktion eingehend damit beschäftigen und auch abschließend ihr Votum abgeben, damit diese Beschlussvorlage nicht zwischen Himmel und Erde immer wieder hin und her geht, ohne beschlossen zu werden. Denn die anderen Anlieger haben auch ein Interesse daran, dass in der Sache mal entschieden wird, dass das Bauprogramm auf den Weg kommt. Denn erst dann kann ich Ausführungsplanung machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Züller. Gibt es dazu eine Nachfrage? Das ist nicht, aber noch mal eine weitere Frage. Hier kommt noch mal zur Frage 4. Das geht darum, bei der Schwimmhalle. Jetzt in den Ferien hat sich das bewiesen, manche Leute haben keinen Parkplatz gefunden, weil da nämlich die Dauerparker, die dann mit dem Zug woanders hin gefahren sind, sich hinstellen. Vorschlag wäre, wie manche andere Stellen das haben, eine Schranke, ich ziehe ein Ticket und wenn ich runterfahre, muss ich vorher bezahlen. Es kann nicht sein, dass wenn welche wirklich zur Schwimmhalle wollen, und die kommen mit ihrem Auto nicht rauf. Und das hat sich jetzt in den Ferien sehr gut bewiesen, dass das Mist ist. Also da muss man auch ein bisschen Einhalt gebeten. Vielen Dank. Wer antwortet? Der Bürgermeister. Ja, das haben wir natürlich auch auf dem Schirm gehabt und vorher beratschlagt, ob wir da von Anfang an irgendeine Sperre einbauen, eine Schranke oder eine Zufahrtskontrolle. Haben uns erstmal dagegen entschieden, haben aber alles vorbereitet. Das heißt also, man könnte da jederzeit noch was nachrüsten. Jetzt muss man natürlich erstmal gucken, wer ist wirklich Pendler oder Dauerparker und wer gehört da zum Hallenbad, weil für die Hallenbadnutzer ist ja der Parkplatz auch gedacht. Insofern haben wir das schon auf dem Schirm und wie gesagt, ist bereits vorbereitet und wenn sich wirklich bestätigt, dann werden wir da auch tätig werden. Wir hatten übrigens einen Deal. Irgendwann kommt was Positives von Ihnen. Kann man haben, zum Beispiel mit der Waldstraße? Na dann ans Mikrofon, dann wollen wir das Positive jetzt hören. Dass die Verwaltung sich auch mal freuen kann. Das Positive ist zum Beispiel, die Waldstraße ist ja ein Schulweg. Und das Positive, ich war auch selber nochmal und habe mit der neuen Direktorin gesprochen, dass sie definitiv auf die Eltern einwirken. Es fahren weniger Autos, angemessenere Tempo. Also die halten sich wirklich mit 30 dran. Also das hat sich dann schon ganz gut gebessert. Vielen Dank.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen von Seiten der Einwohnerschaft. Beende die Einwohnerfragestunde und komme zum Tagesordnungspunkt 3, Information des Bürgermeisters. Da ist an sich unter 3.1 vorgesehen, Bericht über die Arbeit des Jugendbeirats der Stadt Falkensee. Nun ist mir vorhin gesagt worden, dass noch jemand fehlt und erst um 19 Uhr da ist, oder sind Sie jetzt vollzählig? Aha, okay. Also ich werde dann nachher unter Geschäftliches die Tagesordnung insofern bitten zu ändern, dass wir die Benennung des Beirates so legen, dass es nach 19 Uhr wird, damit auch das letzte Mitglied sich hier zeigen kann. Der Bericht soll jetzt erfolgen und wir ändern nachher entsprechend die Tagesordnung und stellen das dann bei der Benennung der sachkundigen Einwohner. Würden wir das dann entsprechend voranstellen, diesen Tagesordnungspunkt, sofern Sie nachher einverstanden sind. So, jetzt käme der Bericht den trägt Johanna Roth für den Jugendbeirat vor. Aber da gibt es ja noch jemanden, der heute ganz besonders engagiert ist, obwohl er Geburtstag hat, der Marius Mietig. Herzlichen Glückwunsch zu dem Ehrentag. Ah, okay. Also erst der Bürgermeister. Ihr Bericht kommt danach. Der Film? Film ab.
Stadt Falkensee mit über 200 Ehrenamtlern, die eingeladen waren, die, denen wir in dieser Form danken wollten, also nicht mit dem Film, sondern mit dem ganzen Abend, für ihre Arbeit, die sie eben tun, also ohne die Ehrenamtler, die halt entweder die professionellen Kräfte unterstützen oder eben teilweise die ganzen Vereine und Institutionen komplett alleine überhaupt am Laufen halten, wäre unsere Stadt halt nicht die sie jetzt also ist. Viele von Ihnen waren ja auch dabei. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Nicht wundern, alle, die online das gerade gesehen haben, die haben das also ohne Ton gehört, weil das mit der Lizenzierung nicht ganz so einfach ist. Im Rahmen dieses Ehrenamtsdinners wurde auch der Bürgerpreis verliehen, der diesjährige Bürgerpreis, und zwar an Frau Dr. Ines Mockenhaupt-Gordon für ihren Einsatz im Bürgerverein Finkenkrug, Vivian Mödebeck für ihr Engagement im Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V., den Norbert Schwolo für sein Ehrenamt im Spiel- und Sportverein Falkensee, das ist der Handballverein, wie viele wissen, Barbara Vogel für ihr Ehrenamt in der katholischen Kirchengemeinde St. Konrad in Falkensee und Marius Mietig für sein Engagement im Jugendforum Falkensee e.V. Es war ein, ich glaube, alle Beteiligten waren sich einig, es war ein toller Abend, es wurde viel genetzwerkt, viel sich verbunden und so wie ich die Leute alle kenne, die ganzen Ehrenamtler werden sich auch gegenseitig weiter unterstützen und vielen Dank nochmal an der Stelle und weiter so. Ansonsten sind wir dabei, also in Vorbereitung die Bewerbung für den Brandenburg-Tag abzugeben. Wir wollen da einen kleinen Film vorbereiten, sind auch mit den Kommunen im Gespräch, die letzten und die nächsten Ausstatter sind. Wie gesagt, da sind wir dabei. In der Verwaltung sind wir gerade dabei, Digitalpakt Schule, jetzt genau, die digitale Runde beginnt jetzt. Wir sind also mit der Installation der Sprachlabore in den Oktoberferien fertig geworden. Wir haben Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen bekommen und eine Investition von insgesamt 3,1 Millionen getätigt. 670 neue Computer und Monitore, 180 digitale Tafeln und insgesamt 592 Access Points wurden installiert. Und damit sind wir also gut gerüstet für die Zukunft. Weil wir gerade von IT reden, auch die IT-Sicherheit sind wir dabei, permanent aktuell zu halten und zu erhöhen. Die Qualifizierung unserer eingestellten Kollegin ist derzeit abgeschlossen. Der erste Sicherheitscheck findet statt oder hat auch stattgefunden. Und die IT-Sicherheitsstrategie und die Mitarbeiter-Sensibilisierungen sind geplant. Wir haben jetzt auch demnächst die Personalversammlung nächste Woche. Auch da werden wir nochmal näher darauf eingehen. Die komplette Verwaltung, da sind wir auch gerade beim nächsten Schritt der Digitalisierung und werden die Gesamtverwaltung demnächst umstellen. Schritt für Schritt natürlich. Der Check dazu läuft gerade. Wir haben da also eine externe Firma beauftragt. Und da werden gerade, wie gesagt, Workshops angeboten, wo sämtliche Fachbereiche und alle Mitarbeiter befragt werden. Also Sie können auch zusätzlich noch Fragebögen ausfüllen, sodass wir also Ende November wissen, wie ist der Stand, wo sind wir gerade und wo können wir hin. Das werden wir dann im Dezember erfahren, wie denn da die weitere Vorgehensweise im Idealfall vonstatten gehen kann. Wir sind natürlich auch wieder dabei, Azubis einzustellen. Die Ausbildung zum Verwaltungsfacharbeiter beginnt also nächstes Jahr. Die Bewerbungsfrist endet am 2. Dezember. Also wer also noch Nachwuchs hat oder Leute, die umschulen wollen, gerne melden. Das Dach der Stadthalle, da sind wir gerade, ist fast fertig, die Reparatur. Ein Ärgernis, was wir schon seit Jahren ja nur hatten. Wir haben jetzt also keine Behinderung mehr hinten. Die Parkplätze, die Kurzzeitparkplätze auf der anderen Seite der Halle, die sind also wieder freigegeben. Und hoffen wir, dass wir ein dichtes Dach haben. Die Bauhofumgestaltung geht auch vorwärts. Also hinten der Fachbereich Grünpflege. Ja, Herr Züller, der kriegt immer die Ohren lang gezogen. Freut sich also auch schon, also die Zustände da waren also nicht mehr so richtig tragbar. Und in der Nauner Straße 113 sind wir also dabei, also die Arbeitsplätze aufzupeppen und eine neue Halle zu bauen und Sanitärräume und so weiter. Skaterplatz Segefelder Straße, dazu werden wir nachher unter Top 19 noch Näheres erfahren. Die Partnerschaft für Demokratie hat die Fördermittel für nächstes Jahr beantragt und wir hoffen, dass wir da die Regiestelle weiter bezahlt kriegen. Am 12. Oktober fand die
Demokratiekonferenz, die diesjährige stattfand. Es waren 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger, haben diesmal teilgenommen. Das Thema Demokratie auf der Intensivstation brachte eine leidenschaftliche Diskussion über die Notwendigkeit eines Schutzkonzeptes für Falkensee in Gang. Und die Partnerschaft für Demokratie wird in Kürze über weitere Arbeitsschritte dazu informieren. Am 15. Oktober fand der Runde Tisch Inklusion statt. Wir hatten 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, waren damit sehr gut besucht und nach einem Vortrag der Inklusionsbeauftragten aus Spandau, der Frau Mirjam Odlewski, zum Thema nicht sichtbare Behinderungen konnten im Anschluss viele Ideen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Und ich denke, auch davon werden wir noch eines zu hören bekommen. Am 9.11., also jetzt am Samstag, findet 17 Uhr im Rathaussaal das diesjährige Jubiläumskonzert des Kammerchors statt. 30 Jahre wird der Chor alt. Karten sind noch erhältlich im Bürgeramt und an der Abendkasse werden auch welche zurückgehalten. Am 17. November ist der Volkstrauertag zum gemeinsamen Gedenken am Friedhof Krimner Straße. Können sich da gerne einfinden. Auch eine Kreisveranstaltung, eine Landkreisveranstaltung ist dann in Krem, in Friesack, und da werden wir uns ein bisschen aufteilen in der Verwaltung. Ja, soweit, so gut. Jetzt habe ich die Ehre, mehrere Urkunden, Blumen und so weiter zu verteilen. Die erste gerne an Luise Jansen. Wie wir alle wissen, am 2. Juli wurde sie wiedergewählt zu meiner Dezernentin und Beigeordneten im Dezernat 3. Heute Morgen habe ich ihr höchstpersönlich den Eid abgenommen und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. So, und dann würde ich jetzt darum bitten, dass Frau Roth den Bericht der Arbeit des Jugendforums vorstellt. Ja, Frau Roth, bitte. Sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Beiratsmitglieder, liebe Zuschauer. Vielleicht erinnern Sie sich noch, vor circa ein paar Monaten haben wir den 5. Geburtstag des Jugendbeirats gefeiert. Was sich jetzt vielleicht für eine kurze Zeit anhört, 5 Jahre, das ist eine Legislatur für die meisten städtischen Gremien, ist für uns ein echter Meilenstein. Viele Jugendgremien schaffen es nicht so weit wie wir. Oft scheitern sie bereits nach wenigen Jahren an der Mitgliedergewinnung, welche auch uns regelmäßig Kopfschmerzen bereitet. Unverständliche Verwaltungssprache, späte Sitzungen und ein wenig wertschätzender Umgang in den Debatten macht Kommunalpolitik nicht unbedingt zur attraktivsten Nachmittagsbeschäftigung für junge Menschen. Immerhin könnte man statt seine Freizeit im Ausschuss mit der Friedhofsgebührensatzung zu verbringen, auch Netflix schauen oder zum Fußballtraining gehen. Deswegen möchte ich hier die Möglichkeit nutzen, mich nicht nur beim 6. Jugendbeirat der Stadt Falkensee, sondern bei den insgesamt fast 30 jungen Menschen, die sich seit 2019 in Falkensee für die Interessen junger Menschen einsetzen, zu bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt an der Stelle Marius Mietig, den wir heute aus dem Beirat verabschieden. Er hat sich in den vergangenen Jahren unermüdlich für die Jugendlichen in Falkensee eingesetzt und den Beirat durch seine Arbeit geprägt. Ich möchte aber auch Sie, liebe Stadtverordneten, daran erinnern, dass dieses Engagement keineswegs selbstverständlich ist. Von den ursprünglich 9 Mitgliedern des 6. Jugendbeirats werden nur 2 im kommenden Beirat erneut dabei sein. Auch wenn dies in diesem Jahr nur teilweise dem rauen Umfeld der Kommunalpolitik geschuldet ist, sorgt der toxische Umgang in der SVV und Ausschüssen erneut dafür, dass junge Menschen das Interesse am Engagement verloren. Natürlich besteht unsere Arbeit nicht nur aus SVV und Ausschüssen. So vertreten wir die Interessen von Jugendlichen auch in verschiedensten Gremien, auf Veranstaltungen, verfassen Stellungnahmen und versuchen, jungen Menschen die Stadtpolitik näher zu bringen. Besonders stolz sind wir dabei auf unseren Instagram-Account, welchen wir auch in diesem Jahr wieder fleißig mit insgesamt 17 Posts über unsere Arbeit, die Wahlen und Aktuellen aus Falkensee gefüllt haben. So finden sich dort nun Informationen zum WhatsApp-Kanal der Stadt, dem neu errichteten Volleyballfeld am See und Antworten auf unsere Meinungskästen in der Stadt. Letztere stehen seit Anfang des vergangenen Jahres in der Stadt, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf niedrigschwelligem Weg ihre Wünsche, Ideen und Meinungen an die Politik heranzutragen und auch eine altersgerechte Antwort zu erhalten. Beispielsweise enthielt einer der Zettel den Wunsch nach einer besseren Finanzierung des Haus am Anger. Diesen Wunsch haben wir an Sie weitergegeben und das Haus am Anger durfte sich dieses Jahr um dringend benötigtes Geld freuen. Viele weitere Zettel fassten wir in einer Stellungnahme zu den Bedürfnissen der Falkenseer Jugendlichen zusammen,
welche wir ihnen zukommen ließen. Ein weiteres von jungen Menschen angestoßenes Projekt war der im Oktober letzten Jahres beschlossene Prüfauftrag zum Bau einer Speedskatingbahn. Die jungen SportlerInnen kamen damals mit ihrer Idee und der Bitte um Unterstützung zum Jugendbeirat und wurden bisher nicht enttäuscht. In unserer Arbeit zeigt sich so wieder und wieder, dass Jugendliche genaue Vorstellungen davon haben, wie Falkensee verbessert werden kann. Sie benötigen nur den richtigen Rahmen, um diese auch zu artikulieren. Und auch über die Grenzen der Stadt hinaus konnten wir uns wieder einmal für Jugendliche stark machen. So verfassten wir gemeinsam mit dem Falkenseer Jugendforum, dem Kinder- und Jugendparlament Rathenow sowie dem Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Rathenow eine Stellungnahme zur Kinder- und Jugendhilfe im Havelland und konnten uns zum Nahverkehrsplan des Kreises äußern. In zahlreichen Gesprächen mit Stadtverordneten, aber auch mit Landes- und sogar BundespolitikerInnen ging es um die aktuelle Jugendpolitik und die ständige Frage nach Wegen, um die Situation von Jugendlichen zu verbessern. Wir bedanken uns daher sehr bei MdB Ariane Fescher und Ex-MdL Petra Buttke für das ehrliche Interesse an unserer Arbeit und die tollen Gespräche. An dieser Stelle möchten wir auch Sie ganz herzlich dazu einladen, mal bei einem unserer Treffen vorbeizuschauen. Das Highlight des Jahres war dann jedoch im April der Beschluss zur Evaluation der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung. Denn, wenn auch gerne anders angenommen, kann der Jugendbeirat nie eine vollständige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gewährleisten. In diesem Beschluss findet sich somit nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt zur Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Menschen in Falkensee wieder, sondern auch das Ende eines 5 Jahre andauernden Kampfes des Jugendbeirats zur Erstellung einer solchen Konzeption. Den weiteren Prozess dazu werden wir natürlich konstruktiv und mit viel Freude begleiten. Als unsere wichtigsten Ansprechpersonen in der Stadtverwaltung bedanken wir uns bei Frau Butter-Lutzmann, Frau Schilling, Herrn Günther sowie seinem Vorgänger Herrn Schöne aus dem Büro für Vielfalt für ihre großartige Unterstützung bei unserer Arbeit. Genauso möchten wir uns bei Herrn Klese und Herrn Nermerich aus dem SVV-Büro für die stets gute Zusammenarbeit bedanken und außerdem nicht unerwähnt lassen, dass wir seit dem Wechsel auf dem Chefsessel auf eine deutlich bessere und vertrauensvollere Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung zählen können. Wir freuen uns zudem sehr über die stetig gute Zusammenarbeit mit unseren FreundInnen aus Teilhaber- und Seniorenbeirat. Neben einer gemeinsamen Veranstaltung zur Kommunalwahl konnten wir uns, wie gewohnt, mit allerlei Fragen an Sie wenden. Und auch Ihnen, liebe Stadtverordneten, möchten wir danken, dass Sie unsere Anliegen unterstützen und mit der Benennung des Jugendbeirats jungen Menschen in Falkensee eine Stimme geben. Und wir möchten Ihnen noch 2 Bitten mit auf den Weg geben. Gehen Sie auf die Jugendlichen zu. Besonders am Anfang können die vielen Erwachsenen, die großen PolitikerInnen, schnell einschüchternd wirken. Dann sind einige nette Worte und ein freundliches Gesicht im Ausschuss unglaublich viel wert. Außerdem fordern wir sowohl Sie, Stadtverordnete, als auch die Verwaltungsleitung dazu auf, sich bei zukünftigen verbalen Angriffen schützend vor den Jugendbeirat und seine Mitglieder zu stellen. Wenn Unwahrheiten über uns, ein städtisches Gremium, hier in den Raum gestellt werden, müssen diese an Ort und Stelle ausgeräumt werden. Und wenn Sie es nicht machen, dann werden wir es weiterhin tun. Außerdem werden wir nicht akzeptieren, dass Beiratsmitglieder durch Stadtverordnete angemotzt werden und dass bei Redebeiträgen unsererseits, ganz egal zu welcher Uhrzeit, aufgeregter Saal verlassen wird. Durch dieses Verhalten ihrerseits wirkt es nämlich so, als sei derjenige, der die Unwahrheit korrigieren möchte, im Unrecht und nicht derjenige, der sie verbreitet. Nach getaner Arbeit verabschiedet sich damit der 6. Jugendbeirat und ein neuer, 7. Jugendbeirat wird berufen. Dieser wird nicht nur der bisher jüngste Beirat sein, sondern auch der mit dem größten Anteil an Mädchen. Außerdem sind 7 der neuen Mitglieder zum ersten Mal Teil des Beirats. Wir bedanken uns für das vergangene Jahr und freuen uns auf das nächste mit einer weiterhin guten Zusammenarbeit mit Ihnen allen, mit vielen Projekten für junge Menschen in Falkensee und einem tollen Jugendbeirat. Ja, vielen Dank für den kleinen Bericht. Und wir haben ja gerade erfahren, dass der Jugendbeirat immer alle Jahre gewählt wird und war natürlich in dem Alter passieren ständig neue Sachen, Ausbildung, Studium und Wegzug in andere Städte. Umso besser ist es, wenn da einer auch mal ein bisschen länger durchhält. Und da wollen wir uns heute von Marius Mietig verabschieden, der also heute den Jugendbeirat also verlässt und noch Geburtstag hat, an seinem Geburtstag herkommt. Ich denke mir, gibt nachher ordentlich einen aus hier für alle. Und kommen wir kurz vor und vielen Dank für die Arbeit. Ja, ich denke,
Ich kann mich dem Dank des Bürgermeisters an Marius Mietig, aber auch insgesamt an die Arbeit des Jugendbeirats nur anschließen im Namen aller Stadtverordneten. Und wir sehen uns als auch unsere Aufgabe hier in der Sitzungsleitung an, tatsächlich, wenn es zu verbalen Attacken kommt, egal wer gegen wen, diese auch einzudämmen, zu schlichten und wirklich einen wertschätzenden Umgang und Ton hier in dieser SVV zu praktizieren. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 3 beendet. Oder gibt es vom Bürgermeister noch Informationen? Nicht mehr. Nun ist es tatsächlich noch nicht 19 Uhr, sodass ich denke, wenn wir nachher über die Tagesordnung sprechen, dass wir die Benennung des Jugendbeirats dann weiter nach hinten schieben, und zwar dann vor den Tagesordnungspunkt 10. Ich habe heute einiges unter Geschäftliches Ihnen mitzuteilen. Zunächst zwei Mandatswechsel sind erfolgt in der AfD-Fraktion. Und zwar hat Frau Jenny Reichelt aus dem Wahlkreis 2 mit Schreiben vom 7. Oktober den Verzicht auf das Mandat als gewähltes Mitglied der SVV mit sofortiger Wirkung erklärt. Vom Wahlleiter aus wurde festgestellt, dass der Nachrücker für Sie, Herr Daniel Lück, aus dem Wahlkreis 2 ist. Und er hat auch seine Bereitschaft und seine Mitgliedschaft signalisiert. Er ist somit offiziell seit 25. Oktober Mitglied der SVV. Dann hat ebenfalls sein Mandat niedergelegt Frank Martin aus dem Wahlkreis 1 mit Schreiben vom 18.10. Und zwar hat er seinen Verzicht zum 1.11. erklärt. Hier wurde dann ermittelt vom Wahlleiter, dass sein Nachfolger, Herr André Nass, diesmal aus dem Wahlkreis 4 ist. Und Herr Nass hat seine Mitgliedschaft in der SVV durch schriftliche Erklärung form- und fristgerecht angenommen. Ab 4. November ist er somit Mitglied der SVV. Beide, Herrn Lück und Herrn Nass, als Nachrücker gilt es jetzt zu verpflichten. Ich bitte beide, sich zu erheben. Ich lese den Text vor, und dadurch, dass Sie ihn stehend zur Kenntnis genommen haben, heißt das, dass Sie dem auch zustimmen. Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrnehmen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Brandenburg und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde. Vielen Dank, dass Sie das durch Ihre Geste erklärt haben, und wir hoffen und freuen uns auf eine sachliche Zusammenarbeit und gute Diskussion mit allen Mitgliedern der SVV. Vielen Dank. Es sind einige Unterlagen verteilt worden, die Sie auf dem Tisch liegen haben, unter anderem die Drucksache 19.05. Das ist ein Änderungsantrag der Freien Wähler, Falkensee und FDP-Fraktion zu Top 12. Dann gibt es die Drucksache 89.50. Dort ist praktisch nur sind die Unterschriften ausgetauscht worden. Die Unterlage ist jetzt vollständig. Vom Städtetag aktuell haben Sie die Ausgabe 4 alle erhalten. Eine Broschüre der Firma Baukonzept zum Hallenbad Falkensee liegt Ihnen vor. Und auf dem runden Tisch vorne, wo Sie vorhin sich in die Anwesenheitsliste eingetragen haben, liegt das aktuelle Amtsblatt Nummer 11, 2024. Alle Sitzungstermine können Sie bitte dem Ratsinformationssystem entnehmen. Alle Sitzungen beginnen grundsätzlich um 18 Uhr, die der SVV hier in diesem Raum und die der Ausschüsse im Rathaus-Sitzungssaal. Vorlagenschluss damit für alle Anträge, die Sie stellen wollen, insbesondere auch zum Haushalt, für die vierte SVV, die am 4. Dezember stattfindet, ist Montag, der 25. November, Punkt 12 Uhr. Auf das Mitwirkungsverbot, wenn Sie sich selbst betroffen fühlen als Stadtverordnete von einem der Beschlüsse, die zu treffen sind, gehe ich von aus, dass Sie das dann entsprechend anzeigen.
Und ich möchte auch noch mal hinweisen, dass die Redezeit für alle Stadtverordneten auf 3 Minuten beschränkt ist. Wir kommen dann zur Tagesordnung. Darf ich von Ihrem Einverständnis ausgehen, dass wir den Tagesordnungspunkt 6 vor Tagesordnungspunkt 10 legen, sodass wir dann auch erwarten können, dass der Jugendbeirat vollständig ist und dann hier geschlossen sich Ihnen zumindest visuell vorstellen kann. Ich sehe, da ist keine Einwände. Gibt es weitere Bemerkungen zur Tagesordnung? Herr Petzold. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Abend. Liebe Bürgerinnen und Bürger natürlich auch. Ich möchte gerne den Tagesordnungspunkt 20 für meine Fraktion zurückziehen. Da ist noch Klärungsbedarf seitens des Landkreises, der mir nicht geantwortet hat bisher. Und deswegen macht die Beantwortung der Anfrage heute Abend noch keinen Sinn. Und wir würden uns als Fraktion vorbehalten, zu einem späteren Zeitpunkt die Frage gegebenenfalls nochmal einzureichen, beziehungsweise dann auf der Basis der aktuellen Informationen dann hier auch bearbeiten zu können. Vielen Dank, Herr Petzold. Herr Petzold ist Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht so. Dann gehe ich davon aus, dass sie mit diesen beiden Änderungen genehmigt ist. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, der Niederschrift des öffentlichen Teils der 46. und 47. SVV der vergangenen Wahlperiode und der zweiten SVV vom 25.09. Ich frage, gibt es irgendwelche Änderungswünsche zur 46. SVV vom 24. April? Das ist nicht der Fall, damit so genehmigt. Zur 47. SVV vom 29. Mai, nicht der Fall, damit so genehmigt. Und zur zweiten SVV der aktuellen Wahlperiode vom 25.09. auch nicht, damit auch so genehmigt. Künftig, wissen Sie, werden nur noch Beschlussprotokolle geschrieben, Ergebnisprotokolle. Das praktisch Gesprächsprotokoll kann dann für viele Jahre im Livestream entsprechend nachverfolgt werden im Ratsinformationssystem. So, Punkt 6 wird jetzt nach hinten gelegt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 7, Haushaltsplanänderung 2024. 7.1 Beschluss zur Haushaltsplanung 2024 Ergebnishaushalt. Wer trägt vor? Zu dem Tagesordnungspunkt eine Wortmeldung oder tragen Sie vor? Ach so. Ja, genau. Und dann Frau Konku hat sich schon zu Wort gemeldet. Gut. Wer noch? Ich wünsche allen einen guten Abend. Ja, hier liegt eine Beschlussvorlage vor zu einer überplanmäßigen Erhöhung für Haushaltsansätze. In dem Fall geht es um die Deckung von Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung im Stadtgebiet. Da sind in diesem Jahr Mittel erforderlich, zusätzliche Mittel in Höhe von 473.000 Euro. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt aus Minderaufwendungen aus der Betreibung des Hallenbades. Wie ja allen bekannt ist, hat ja dieses Hallenbad dieses Jahr erst im August eröffnet, sodass da im Rahmen der Haushaltsplanung eigentlich Haushaltsvorsorge fürs gesamte Jahr enthalten war. Die Mittel werden jetzt dieses Jahr nicht benötigt in der Höhe, sodass diese zur Verfügung gestellt werden könnten für die zusätzliche Straßenunterhaltung, um da entsprechend im Stadtgebiet, wie gesagt, Schlaglöcher und alles, was jetzt da entsprechend notwendig ist, auch bis zum Jahresende entsprechend ausführen zu können, diese Leistung. So viel erstmal zu 7.1. Frau Konku hatte sich gemeldet. Frau Konku ist Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Grünen. Ja, einen schönen guten Abend von mir in die Runde. Ich hatte Frau Sass gestern schon einmal angesprochen. Wir hatten gestern unseren Abend, wo sie netterweise in die Fraktion gekommen ist und Fragen beantwortet hat und hatte zuvor ja auch schon das SVV-Büro angeschrieben. Das ist ja eine ziemlich hohe Summe, die Sie da jetzt nach
fordern sozusagen 473.000 Euro. Die schüttelt man sich nicht so eben aus dem Ärmel. Und ich muss sagen, ich habe dieses Produkt ziemlich lange gesucht in einem Haushaltsplan. Sie haben uns das gestern Abend erklärt. Ich will es nur noch mal sagen, vielleicht haben mir andere auch gesucht, ne, weil man es nicht gefunden hat. Das ist im Ergebnishaushalt zu finden. Trotz alledem würden wir natürlich gerne wissen, was das genau für Kosten sind, die da entstanden sind, die wir jetzt hier nachjustieren müssen. Denn das ergibt sich aus dieser Vorlage eben nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Konku. Gibt es weitere Fragen an die Haushälterin? Das ist nicht der Fall, dann bitte ich Sie darauf zu antworten. Genau. Also wir hatten das natürlich auch noch mal im Vorfeld geklärt mit dem Fachbereich Tiefbau, mit dem Bauamt, sodass da natürlich noch mal ausgeführt wurde, dass es zum einen einen gestiegenen Aufwand in den Altbestandsstraßen gibt dieses Jahr, sodass da zum Beispiel höhere Aufwendungen erforderlich sind oder auch sein werden noch. Dann haben wir bei den Natursteinpflasterbelägen entsprechenden Substanzverlust, der ausgebessert werden musste. Wir haben einen höheren Aufwand zur Beseitigung von Wurzelschäden. Wir hatten entsprechend bei der Wartung der Lichtsignalanlagen und der Straßenbeleuchtung entsprechende Preisanpassungen, die sich entsprechend auswirken. Wir hatten einen gestiegenen Aufwand zur Beseitigung von Schäden durch Starkregenereignisse und einen höheren Aufwand für die Entsorgung von Baustoffen durch gestiegene gesetzliche Vorgaben und Preise. Das sind so diese wesentlichen Faktoren, die im Prinzip dazu führen, dass diese Mehrkosten im Prinzip teilweise schon entstanden sind, beziehungsweise bis zum Jahresende auch noch entstehen werden. Reicht Ihnen das, Frau Konku? Vielen Dank, Frau Sass. Frau Konku hat eine Nachfrage. Ich habe im Grunde eine Bitte. Und zwar fände ich das toll, wenn sowas kommt in solchen Größenordnungen, dass dann in der Beschlussvorlage das dann also nochmal aufgeführt wird. Weil da stand jetzt nur Straßenunterhalt für Gemeindestraßen. Und da weiß ich jetzt nicht mal, was ist das? Ist das eine Hauptstraße? Sind das Anliegerstraßen? Was sind das für Straßen? Und so ein bisschen mehr Erklärung. Das wäre einfach toll, weil ne, also so eben mal meine Hand heben für 473.000 Euro, das macht man nicht so einfach. Und deswegen wäre es toll, wenn wir da in Zukunft so ein bisschen mehr Input bekämen. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Drucksachennummer 8966 zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen. Ich kann leider nicht sehen, ob online, wie online abgestimmt wird. Auch Zustimmung. Gegenstimmung waren keine Enthaltungen. Auch keine, eine, zwei Enthaltungen, damit einstimmig so beschlossen und erhält die Beschlussnummer 270324. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7.2 auf. Auch hier geht es um Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Erhöhung. Ja, Frau Konku. Es tut mir leid, aber also eine Abstimmung, wo der Vorsitzende, der die Sitzung leitet, keinen Computer hat und Abstimmungsergebnisse sehen kann von irgendwem, das finde ich fragwürdig. Also wenn man dann das SVV-Büro fragen muss. Vielleicht, wir können es jetzt nicht ändern. Wir haben es jetzt so verabredet. Beim nächsten Mal werden wir das sicherlich anders hinkriegen. Okay, aber das ist nicht zulässig eigentlich. Also ich kann Ihnen gerne sonst meinen Rechner zur Verfügung stellen. Ja, wer kann... Also ich wäre mit dem Verfahren einverstanden, wenn uns von dort signalisiert wird, aber wenn Sie darauf bestehen. Gut, wir machen jetzt aber weiter und bis das dann gelöst ist, nicht, dass wir jetzt hier 10, 15 Minuten Pause haben. Wir wollten jetzt zur Vortrag von Frau Sass kommen zu 7.2 und dann habe ich zwei Wortmeldungen von Herrn Kissing und von Herrn Dr. Pollmann. Ja, auch hier geht es um eine Beschlussvorlage im Prinzip zur überplanmäßigen Erhöhung von Haushaltsansätzen. Und zwar geht es um die Unterhaltung, also Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Also in dem Fall geht es um die Instandsetzung und Wartung in den städtischen Einrichtungen.
genauso wie im vorigen Tagesordnungspunkt sind auch hier im Prinzip Mehraufwendungen entstanden, beziehungsweise werden sie bis zum Jahresende noch entstehen. Die Kosten oder die Mehrkosten sollen aus der Deckung von Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer erfolgen. Um jetzt noch Fragen vorwegzugreifen, also hier geht es auch darum, dass wir in diesem Jahr mehrere Totalausfälle im Bereich von Heizungsanlagen hatten, an verschiedenen Schulen und Kitas, wo halt dringender Handlungsbedarf war. Wir hatten Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Geibelallee am See. Ich weiß nicht, ob Ihnen das wahrscheinlich allen bekannt ist, dieser Abriss dieser Baracke, die dringend erforderlich war. Wir hatten einen Brand am Friedhof Kremner Straße, wo die Beräumung erfolgen musste. Wir hatten Sturmschäden am Haus am Hangar, die im Prinzip auch zu Kosten geführt haben, die noch nicht vollständig erstattet wurden von den Versicherungen. Im Moment ist gerade noch mal wieder das Dach der Kita Falkennest ins Visier geraten, wo entsprechende Mehrkosten entstehen, wo auch einfach dringender Handlungsbedarf besteht, wo sich halt Situationen ergeben, wo Gefahrenverzug besteht, sodass also da kein Aufschub geduldet werden kann. Und deswegen ist halt im Prinzip diese Vorlage erforderlich und ich bitte da um Zustimmung. Vielen Dank, Frau Sass. Jetzt hat Herr Kissing, Vorsitzender der SPD-Fraktion, sich gemeldet. Danke, Herr Vorsitzender, für das Wort und schönen guten Abend auf meiner Seite. Wir haben gestern in der Fraktion uns auch mit diesem Tagesordnungspunkt intensiv beschäftigt und Fragen gestellt. Wir sprechen ja jetzt nicht über Peanuts, sind jetzt mittlerweile 700.000. Jetzt haben wir auch von Frau Sass schon gehört, wo die Ursachen liegen. Das finde ich auch in Ordnung, weil das in der Vorlage nicht erkennbar ist, verständlicherweise. Ich fände es aber vernünftig und richtig, wenn wir im Ausschuss dort vorher informiert werden, dass dort Abweichungen zu unseren Haushaltsansätzen passiert, damit wir nicht unvorbereitet in diese Lage kommen, dass wir nachträglich Geld hier bereitstellen müssen. Also ich fände es nur einen fairen Umgang, weil wir da auch mehr Zeit haben, zu hinterfragen, was können wir tun, zahlt die Versicherung noch, können wir mit Einnahmen rechnen. Das fände ich gut, wenn wir dort mehr Informationen bekommen an der Stelle, wo wir auch die Zeit haben, darüber zu diskutieren. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kissing. Herr Dr. Pollmann hat zurückgezogen von der CDU-Fraktion. Herr Hamann, Freie Wähler, FDP-Fraktion. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank fürs Wort. Ich habe eine Frage. Wir haben gerade gehört, dass die Aufwendungen, die entstanden sind, teilweise auch aus Kostensteigerungen entstanden sind. Die Kostensteigerung ist ja nicht zu erwarten, dass sie jetzt im nächsten Jahr wieder zurückgehen. Haben diese Erkenntnisse aus Punkt 1 und 2 in irgendeiner Form Einfluss auf die aktuelle Haushaltsdiskussion? Sind sie schon eingeflossen oder sind sie so frisch, dass sie noch einfließen werden? Frau Sass. Also im Haushalt 25 sind entsprechend Mehraufwendungen eingestellt worden, also zum einen für die Straßenunterhaltung, die wir ja davor hatten, und aber auch gerade für den Bereich Instandhaltung, Instandsetzung an städtischen Einrichtungen ist auch da entsprechend Haushaltsvorsorge getroffen worden. Aber ja, an der Stelle sind es natürlich auch teilweise Sachen, die so nicht vorhersehbar sind, wo man halt einfach darauf reagieren muss. Das kann man im Haushalt so auch nicht abbilden. Ja, also. Vielen Dank, Frau Sass. Herr Mayer von der Fraktion Die Grünen. Nee, so viel muss sein. Bündnis 90, die Grünen. Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Wort. Ich habe auch nur eine kurze Bitte, explizit auf das Thema der Heizung gesprochen, dass wir da nochmal einen Bericht im Bauausschuss zu bekommen, dass Sie nochmal ein bisschen darstellen, welche Heizungen sind betroffen, wie es auch insgesamt. Also es sind ja nicht nur die Heizungen, die jetzt ausgetauscht wurden, teilweise nicht in einem guten Zustand, sondern wir haben das ja im Klimaschutzkonzept auch größer angefasst, dass wir da vielleicht auch nochmal einen Sachstand von Ihnen bekommen, wie das in den restlichen Gebäuden aussieht. Aber wir wollen die Diskussion jetzt hier auch nicht aufmachen. Danke. Vielen Dank. Jetzt war so ein Pfeifton hier oben zu hören. Vielleicht kann man das beim Ton ein bisschen regulieren. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann können wir über die Drucksache Nummer 8967 abstimmen. Wer dieser überplanmäßigen Erhöhung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Zwei Enthaltungen, damit einstimmig so beschlossen. Und erhält die Beschlussnummer 2803 aus 24. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 8, Beschluss über die Neufassung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Falkensee.
und wurden im Bauausschuss und im Hauptausschuss behandelt, im Bauausschuss mehrheitlich und im Hauptausschuss einstimmig befürwortet. Will die Verwaltung dazu sprechen? Herr Züller. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Sie haben mir das schon vorweggenommen. Wir hatten im Bauausschuss eine mehrheitliche Befürwortung und im Hauptausschuss eine einstimmige. Ich würde auch gleich für diese beiden Beschlussvorlagen sprechen, einmal die Neufassung und einmal die Satzung selber, und dafür werben, dass Sie dem zustimmen, auch wenn man sagen muss, dass hinsichtlich des Inhaltes, also des Gebührentatbestandes, es um eine Erhöhung geht. Nichtsdestotrotz folgen wir natürlich der Kalkulation. Wir hatten ja eben auch schon das Thema gestiegene Kosten. Wir nutzen ja hier auch Dienstleister, die wir entsprechend am Markt dann auch abfragen. Insofern konstatieren wir insbesondere auch eine Erhöhung der Gebühren durch diese gestiegenen Mehraufwendungen der Dienstleister. Im Übrigen ändert sich redaktionell im Text etwas. Wir sind also so, dass wir die Gebührensatzung auf den neuesten Stand der gesetzlichen Grundlagen gestellt haben. Diese beiden Änderungen haben also quasi dazu geführt, dass wir Ihnen diese beiden Vorlagen gemacht haben. Vielen Dank. Das war jetzt auch schon der Mitvortrag zum Tagesordnungspunkt 9. Wir diskutieren jetzt über 8 und ich hatte erst Herrn Hamann von Freie Wähler FDP und dann Herrn Petzold oder Herr Thürling von der Fraktion Die Linke. Nee, erst Herrn Hamann und dann Herr Thürling. Ja, vielen Dank. Wir haben tatsächlich im Bauausschuss auch intensiv darüber gesprochen, insbesondere über die Höhe der Kostensteigerung, die ja mit teilweise 46% für die Betroffenen doch ganz erheblich sind. Wir wissen natürlich, dass es sich auch um Kostenumlagen handelt. Auf der anderen Seite wollen wir hier nochmal deutlich machen, dass wir erwarten von der Verwaltung, dass in den anstehenden Vergaben zu diesen Punkten natürlich auch die Wirtschaftlichkeit für die Bürger im Auge behalten wird. Und dass natürlich in den Vergabeverhandlungen entsprechend auch in den nächsten Jahren auch das erzeugt werden kann, was auch in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist, nämlich auch eine Kostensenkung. Insbesondere bei der Höhe der Kostensteigerung ist es, denke ich, notwendig, darauf nochmal deutlich hinzuweisen, dass wir für die zukünftigen Jahre dann entsprechende Verhandlungen der Verwaltung mit den Dienstleistern entsprechend erwarten. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Thürling von der Fraktion Die Linke jetzt. Ja, schönen guten Abend. Herr Hamann hat mir schon Steilvorlage geliefert an der Stelle. Das war auch unsere Bedenken bei dieser Vorlage. Abgesehen davon, dass wir uns grundsätzlich an Gebührenerhöhungen satzungsgemäß nicht beteiligen, eigentlich schon über so lange wie ich Abgeordneter bin, möchte ich aber hier auch nochmal deutlich sagen, dass wir wirklich alles unternehmen müssen, auch aus der Verwaltung heraus, um Gebühren und die Belastung der Bürger hier zu verringern bzw. so gering wie möglich zu halten. Und ich denke, hier müssen noch mehr Anstrengungen geschafft werden, um auch weitere Gebührenerhöhungen in dieser Stadt zu verhindern. Jeder, der ein bisschen die Medien konsumiert, der merkt ja, in welchen Bereichen die Bürger oder selbst auch weiter belastet werden. Die Androhungen aus den Medien bezüglich der steigenden Energiekosten sind langsam schon zermürbend. Und ich denke, hier muss eine Stadt auch mal so agieren, dass die Gebührenerhöhung allgemein für die Bürger gesenkt werden bzw. nicht erhöht werden. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Kissing von der SPD-Fraktion, Vorsitzender der Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben gestern auch intensiv auch über dieses Thema gesprochen, verständlicherweise. Die Freude der Gebührenerhöhung hält sich natürlich verständlicherweise auch in Grenzen. Es kam auch der Hinweis, denn wir sind ja verpflichtet, regelmäßig die Gebühren zu prüfen und mit Vergaben und so weiter abzugleichen, dass wir dann dementsprechend hier nicht ins Minus reinrutschen. Haben wir trotzdem den Hinweis und die Anregung, dass wir den maximalen Zeitraum, den wir sozusagen verantworten können, mit beiden Kostenpositionen, einmal der Vergabe und auch der Gebühren, die daraus entstehen, möglichst lang halten, also die 3 Jahre voll ausnutzen.
um sozusagen für die Bürger eine Stabilität der Planung zu gewährleisten, nicht, dass jedes Jahr hier ein neuer Preis ansteht, wo alle zwei Jahre dann, wie gesagt, ein Ruck durch die Bevölkerung geht, weil an der Stelle sich wieder was verändert. Also zu gucken, dass sich der Aufwand für die Verwaltung reduziert, denn jede Ausschreibung kostet ja auch Zeit und Aufwand und Diskussion mit uns Abgeordneten. Und auf der anderen Seite ist es für die Bürger eben günstig, wenn wir möglichst langfristig einen vernünftigen, verlässlichen Preis an der Stelle etablieren können. So war die Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn wir dem folgen könnten. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Herr Zöller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich an der Stelle noch mal sagen, wir machen das, so wie ich es eingangs auch gesagt hatte, nicht, weil wir irgendjemanden ärgern wollen, sondern weil wir ganz einfach auf die Kostendeckung bei dieser Einheit Wert legen müssen. Wir können hier also nichts verschenken. Ich kann Ihnen auch gar keine andere Beschlussvorlage machen, das verstehen Sie ja auch an der Stelle. Es ist natürlich so, wenn Tarifsteigerungen bei Firmen anstehen, die dann ganz einfach geltend machen, da haben die dann auch eben einen Anspruch drauf. Das kann ich nicht abweisen. Insofern danke ich Ihnen aber auch nochmal für die Darstellung. Natürlich möchten wir so lang wie möglich Gebühren stabil halten. Sie kennen das aus dem Trinkwasserbereich. Da ist seit vielen, vielen Jahren der Trinkwasserpreis stabil. Inwieweit sich das in der Zukunft durchsetzen wird, keine Ahnung. Wir versuchen das natürlich in allen kostenrechnenden Einrichtungen auch. Aber wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Dinge nach oben bewegen preislich. Nichtsdestotrotz werden wir unsere Möglichkeiten, Herr Kissing, ausschöpfen, dass so lange wie möglich es uns gesetzlich geboten ist, das auch in Anspruch zu nehmen, es auszuleben sozusagen, also so möglichst auch zu verlängern. Das ist ganz klar. Aber es gibt eben auch gesetzliche Grundlagen, denen wir folgen müssen. Insofern bitte ich an der Stelle um Verständnis und nochmal um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zöller. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann können wir über die Drucksache abstimmen, und zwar über die Drucksache Nummer 8930. Wer mit den einzelnen Änderungen der Satzung einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Drei waren dagegen. Wer enthält sich? Zwei, fünf, sieben Enthaltungen. Acht Enthaltungen. Also zwei Gegenstimmen, acht Enthaltungen. Somit mit Mehrheit beschlossen und erhält die Beschlussnummer 2903 aus 24. Der guten Ordnung halber kommen wir dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, wo jetzt praktisch die Neufassung formal als Satzung nochmal beschlossen wird. Wer dieser Drucksachen Nummer 8929 seine Zustimmung gibt, dem bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Zwei Gegenstimmen. Und wer enthält sich? Zwei, fünf, sieben, acht Enthaltungen. Somit mehrheitlich beschlossen und erhält die Beschlussnummer 300324. So, jetzt kommen wir zur geänderten Tagesordnung. Jetzt kommt nämlich der zurückgestellte Tagesordnungspunkt 6, Beschluss zur Benennung der Mitglieder des Jugendbeirats Falkensee. Ich bitte die Mitglieder des Jugendbeirats nach vorne zu kommen, dass sie sich einmal allen vorstellen. Ich denke, dann soll es auch ein Gruppenfoto geben. Und dann nenne ich die Namen und dann bitte ich die Stadtverordneten, dem Jugendbeirat der Benennung zuzustimmen. Ich lese die Namen vor und wenn zumindest jeweils das Beiratsmitglied zu erkennen gibt, wer es ist, dann hat jeder auch einen persönlichen Eindruck. Wer hat, gibt es hier eine Wortmeldung? Nein, also, Maresa Thum. Thum, jawohl. Lisa Eckhardt.
Mathilde Theissing. Cassandra Brämisch. Lina Seewöster oder Seewöster. Nele Xenodotius oder Duchius. Dotius. Johanna Roth. Käthe Kritek. Und Christoph Rühl. So, ich bitte dann alle Stadtverordneten. Wortmeldungen sehe ich nicht. Doch, Herr Mayer von der Fraktion Die Grünen. Und Herr Kaber. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank an euch, dass ihr euch hier bereit erklärt habt, das Amt des Jugendbeirates, also euch für den Jugendbeirat in dem nächsten Jahr zu engagieren und uns hier auch aus Sicht der Jugend oder aus eurer jugendlichen Sicht zu beraten. In dem Sinne auch die Aufforderung, kommt gerne auf uns zu, kritisiert uns, merkt Dinge an, fordert Dinge ein und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und für mich persönlich auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch auf mich zukommen und die Fragen loswerden, wenn ihr Dinge nicht versteht. Zum Antrag gesprochen habe ich einen ganz kleinen Änderungsantrag, den ich jetzt gerne vortragen würde. Wenn Sie dem Drucksache, dem beigelegten Schreiben sich das genauer anschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir diesmal sogar mehr Interessierte hatten, als wir Plätze im Jugendbeirat zu vergeben haben. Also zwei Personen, die jetzt es nicht hier in den Beirat geschafft haben. Da wir aus den letzten Jahren aber die Erfahrung haben, dass es auch immer wieder dazu kommt, dass einzelne Mitglieder austreten, weil sich das für sie zeitlich zum Beispiel doch nicht so darstellt, würde ich gerne den Antrag, wie er uns hier von der Stadtverwaltung vorgelegt wurde, darum ergänzen. Und das ist jetzt der folgende Satz. Folgende Personen werden als Ersatz nominiert und rücken im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes in den Jugendbeirat nach. Und dann die beiden Namen, also Josephine Fass und Emil Reim. Ich glaube, das ist eine einfache Handhabung. Der Jugendbeirat arbeitet ja nur ein Jahr lang und bis wir es geschafft haben, dann die Person nachzubenennen, ist schon wieder Zeit ins Land gestrichen. Und ich würde hier auch einfach gerne die Wertschätzung den beiden ausdrücken, dass sie sich hier auch eingebracht haben und hoffe da auf ihre Zustimmung. Ich würde Ihnen den Antrag auch noch mal kurz nach oben aufs Präsidium geben. Dann sehe ich das richtig, dass das die Reihenfolge wäre? Als erste Josephine Fass und dann Emilie Reim, falls ein zweites ausscheidet. Genau. Okay. Gut, den Antrag haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Ich stelle ihn auch gleich zur Abstimmung. Aber jetzt hat er sich auch noch Herr Kaberum gemeldet von der SPD-Fraktion. Und dann für die Freien Wähler, FDP, Gott, was ist das? Herr Jabour, genau. Ja, vielen Dank für das Wort. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig auf die große Anzahl an neuen Gesichtern, an jungen neuen Gesichtern in der Kommunalpolitik. Für mich ist es gar keine Selbstverständlichkeit, sich bereits in eurem Alter für die Belange von Jugendlichen einzusetzen und vor allem, wie es auch schon vorgetragen wurde, eure Freizeit hier mit uns zu verbringen. Also mir fallen einige bessere Sachen ein, aber umso schöner ist es, dass es genau von euch jetzt hier so getan wird. Ich hoffe, dass wir gemeinsam, Lennart hat ja quasi die Vorlage gemacht, auch mit den jungen Abgeordneten in der SVV, die ja in der Anzahl deutlich gestiegen sind, gute Politik für die Jugend machen können. Auch da stehe ich innerhalb meiner Fraktion gerne an eurer Seite und für eure Belange, also wenn ihr etwas habt, zur Verfügung und jederzeit als Ansprechpartner da. Es ist sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Jahr gemeinsam mit euch und von Seiten der SPD würden wir den Änderungsantrag auf jeden Fall unterstützen. Vielen Dank, Herr Kaberum. Jetzt hatte sich Herr Jabour von der Fraktion Freie Wähler FDP gemeldet. Jetzt hat er den Namen. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt hier auch gar keinen Wettbewerb daraus machen. Ja. Ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Fraktionen euch in der überwiegenden Zahl
herzlich aufgenommen haben und auch sehr darauf vertraut haben, dass ihr uns gute und schlaue Ratgeber seid, die viel näher dran sind an den Problemen eurer Generation, als wir es uns jemals einbilden dürften. Aber ich möchte einmal kurz Wein ins Wasser gießen wollen, ins Glas, Wasser ins Glas Wein gießen wollen, so rum, Entschuldigung. Auch wenn ich den Änderungsantrag im Grundsatz bejahen würde, er hat folgendes Problem. Der Jugendbeirat hat einen Jugendbeirat gewählt. Er hat auch zunächst einmal gar nicht ausdrücklich abgefragt, ob im Falle einer Nichtwahl diese Personen als Stellvertreter zur Verfügung stehen. Schon das ist schwierig. Es wurde auch keine Reihenfolge bestimmt. Und ich möchte nur eines gerne vermeiden, dass wir am Ende des Tages vielleicht einen unwirksamen Beschluss haben. Bitte seht es mir nach, dass ich hier eher ein formales Argument einbringen möchte. Ich habe mir mit Frau Jansen eben gerade tief in die Augen geschaut und wir haben beide zumindest Bedenken. Wir würden uns wünschen, es geht, aber wir wollen auf der sicheren Seite sein. Deswegen würde ich empfehlen, diesen Änderungsantrag so nicht zu beschließen, sondern mit aller Herzlichkeit die Gewählten im Kreise der SVV zu begrüßen. Vielen Dank, Herr Dr. Pollmann von der CDU-Fraktion. Ich würde die Verwaltung auf jeden Fall bitten, gleich dann auch noch mal dazu Stellung zu nehmen. Ja, ich schlage vor, dass wir diesen Änderungsantrag einmal prüfen und sollte es doch möglich sein, werden wir das gerne auch nachträglich noch mal zusammen einreichen, denke ich. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, prüfenswert. Was ich noch sagen wollte, es wurde jetzt von vereinzelten Stimmen von euch, aber auch hier aus den Reihen gesagt, dass es angeblich noch schönere Alternativen gäbe, als hier zu stehen und sich mit Politik zu beschäftigen. Aus meiner Sicht ist das natürlich nicht so und ich hoffe, wir können euch im Laufe eurer Amtszeit davon überzeugen, dass das hier wirklich hochinteressant ist und auch sehr relevant für euer Leben. Es wurde kritisiert, dass es in der Vergangenheit zu toxischem Verhalten gekommen ist. Was geschehen ist, kann man mit Sicherheit nicht rückgängig machen, aber nach vorne blicken möchte ich euch sagen, und ich denke, da spreche ich vermutlich von allen hier, wir wollen euch unterstützen, wir schätzen eure Arbeit sehr wert und sollte irgendein Verhalten mal unangemessen sein, sagt es offen an mich, an alle anderen auch, wir werden uns da vor euch stellen. Danke für eure Arbeit. Vielen Dank, Herr Petzold für die Linke. Und Frau Konko für Bündnis 90 Die Grünen wollen auch was sagen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als ein Vertreter der Generation Silberlocke will ich natürlich auch den Jugendlichen alles Gute wünschen und mich bedanken, dass ihr euch bereit erklärt habt, das auch auf euch zu nehmen. Aber hoffe vor allen Dingen, dass ihr da mehr positive Erfahrungen sammeln könnt als vielleicht eure Vorgängerinnen und Vorgänger. Und daraus dann vielleicht auch die Motivation schöpft, dann in den Parteien selbst aktiv zu werden. Denn ihr seht, andere Leute geben viel Geld für diese Haarfarbe aus, aber ich bin tatsächlich schon so alt und ich würde mir wünschen, dass auch wir Parteien in der Frage Verstärkung bekommen und vor diesem Hintergrund auch von meiner Fraktion die Unterstützung. Ansonsten teile ich das, was Herr Jabur und Herr Pollmann zum Änderungsantrag gesagt haben und wir sind auch gern bereit, das dann in einem gemeinsamen Antrag, in einem zweiten Schritt zu klären. Vielleicht gibt es ja sogar noch mehr Nachrücker, Interessentinnen und Interessenten und dann haben wir das alles in einem Abwasch geklärt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Petzold. Jetzt Frau Konko. Ja, ich weiß nicht, also vielen Dank erstmal für das Wort, Herr Vorsitzender. Ich weiß nicht, ob wir es uns nicht ein bisschen zu kompliziert machen jetzt. Also weil diesen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, das ist ja was anderes, als wenn der Jugendbeirat im Innenverhältnis irgendwie was für sich beschließt. Wir können doch, also diese Menschen, die ja auf der Liste, also die sind ja gewählt also, ne, und haben Punktezahlen bekommen. Und das sind die nächsten beiden Nachrücker sozusagen, die die meisten Punkte haben. Das ist doch, wenn wir das jetzt hier beschließen, dann beschließen wir das für die SVV und was der Jugendbeirat, und der Jugendbeirat hat sich das ja gewünscht, dass wir das so tun. Also dann
hat im Grunde der Jugendbeirat ein Problem, wenn er das nicht in seinen eigenen Reihen geklärt hat, dass das so ist. Aber ich finde es schwierig, jetzt das nochmal zu verschieben. Ich hätte kein Problem damit, dass wir das heute bestimmen. Und das ist doch eigentlich keine so eine ganz schwierige, komplizierte Sache, dass wir da nochmal drüber beraten müssten. Das ist meine Meinung. Danke. Vielen Dank. Ich habe in unserer Hauptsatzung geschaut, da steht es formal explizit drin, für ein Jahr mindestens 5, maximal 9 Mitglieder. Ich denke, wenn es dann zu dieser Nachrückersituation kommt, das wäre jetzt mein pragmatischer Vorschlag, dass dann tatsächlich in der Reihenfolge, wie gewählt wurde, dann eben dieses zusätzliche Mitglied ergänzend benannt wird. Aber dass wir das heute nicht als Vorratsbeschluss machen, sondern dass wir satzungsgemäß so jetzt vorgehen, die 9 Mitglieder heute benennen. Und wenn es jemanden gibt, der ausscheidet, wissen Sie selbst, in welcher Reihenfolge nachgerückt werden kann. Und dann können wir ja nachbenennen. Ist das auch im Sinne der Verwaltung? Ja. Herr Mayer, ich lasse dann jetzt aber auch tatsächlich über diesen Antrag abstimmen. Und jetzt bitte jetzt. Ja, vielen Dank. Nach Rücksprache mit Herrn Klese und meiner Fraktionsvorsitzenden gerade haben wir jetzt ja auch festgestellt, dass eben eine explizite Regelung für die Nachrückung in der Hauptsatzung fehlt. Für den Seniorenbeirat ist es geregelt. Das heißt, wir würden den Antrag in dem Fall jetzt hier zurückziehen, weil wir nicht nach wie vor inhaltlich dahinter stehen, sondern um eben die Lücke in der Hauptsatzung dann hoffentlich zeitnah zu schließen und mit der Bitte, das dann in einem der nächsten Ausschüsse nochmal zu thematisieren, beziehungsweise werden wir das thematisieren, um eben auch die Nachrückung dann in der Hauptsatzung in Absprache mit dem neuen Jugendbeirat anzupassen, dass wir dafür auch zukünftig eine gute Regelung finden. Und wir würden den Antrag jetzt genau zurückziehen. Wunderbar, damit ist allen geholfen und wir erwarten dann die Antragsinitiative. Ich komme dann zum Beschluss darüber, wer dieser Drucksache seine Zustimmung gibt, wer in dieser Form den von mir vorgestellten Jugendbeirat benennen möchte, dem bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 2, 4, 5 Enthaltungen. Wo ist die 6. Enthaltung? 6 Enthaltungen. Damit so einstimmig benannt. Herzlichen Glückwunsch, gute Zusammenarbeit und wir hoffen, immer ein offenes Ohr zu haben. Dieser Beschluss erhält natürlich auch eine Beschlussnummer. Das ist die Nummer 31-03-24. So, das Foto noch und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich denke, ich kann weitermachen. Wir benennen jetzt die Einwohner, die sachkundigen Einwohner für die Fachausschüsse, und zwar für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima, Mobilität. Okay, das SVV-Büro bittet um. Ja, machen wir jetzt 2-3 Minuten. Machen wir 5 Minuten Pause und fangen dann mit 10 an. Wer auf Toilette muss oder sich ein Getränk holen will. Wir fangen dann 19.40 Uhr machen wir weiter. 19.40 Uhr.
So, wir wollen dann fortfahren. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Tagesordnungspunkt Jugendbeirat. So, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Tagesordnungspunkt 6, den wir verschoben haben, weil wir natürlich auch noch den Jugendbeirat, der bis heute gewirkt hat, danken wollen. Und die mögen bitte auch noch mal kurz nach vorne kommen, damit ihnen gedankt werden kann. Es sind Josefine Fass, Jan Waschek, Valentin Schark ist, glaube ich, heute verhindert, Marius Mietig, Elias Kleist und Tim Brandt. Nochmal herzlichen Dank für die Arbeit. So, jetzt die Urkunde vom Bürgermeister und dann das Foto. Blumen gibt es auch. Ne, die Minute haben wir jetzt auch. So, bitte jetzt noch das Foto. Okay, so, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Vielen Dank. Das ist der Tagesordnungspunkt 10. Und zwar beschließen wir jetzt die Berufung der sachkundigen Einwohner. Und zwar je Ausschuss, je Fachausschuss müssen wir jeden einzelnen vom Fachausschuss nominierten sachkundigen Einwohner beschließen. Es ist keine Wahl. Wir beschließen in offener Abstimmung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10.1. Und zwar als sachkundiger Einwohner für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität sind in folgender Reihenfolge mit entsprechender Stimmenzahl beschlossen oder gewählt worden. Berufung von Dr. Gerhard Michael, Drucksache 19853. Wer dieser Berufung zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Sechs Gegenstimmen. Wer enthält sich? Damit mit Mehrheit angenommen und erhält die Beschlussnummer 3203 aus 24. Es wurde ferner gewählt und nominiert und soll heute berufen werden. Frau Dr. Andrea Pauli Wagner, Drucksache 19854. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Herr Thürling, war das eine Gegenstimme? Nein. Einstimmig so gewählt oder heute berufen, erhält die Beschlussnummer 33-03-24. Ferner nominiert wurde als Dritter Thomas Lenkitsch, Drucksachennummer 8955. Ich bitte um das Kartenzeichen, wer seiner Berufung zustimmt.
Wer ist dagegen? 6. Wer enthält sich? Bei 6 Gegenstimmen berufen und erhält die Beschlussnummer 3403 aus 24. Und als Vierter wurde nominiert Christian Heinrich, Drucksache 19956. Ich bitte um Ihr Kartenzeichen. Wer dem zustimmt, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Einstimmig so beschlossen und erhält die Beschlussnummer 3503 aus 24. Damit haben wir alle 4 sachkundigen Einwohner für den ASOCHEM heute berufen. Herzlichen Glückwunsch, soweit Sie hier sind und soweit Sie uns natürlich draußen am Livestream verfolgen. Gute Zusammenarbeit. Frau Konko. Vielen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Also ich bin ein bisschen erstaunt, dass die sachkundigen EinwohnerInnen hier nicht eingeladen worden sind, denn sie haben sich ja in den jeweiligen Ausschüssen vorgestellt, aber bei allen anderen ja im Grunde nicht. Und ich hätte mir gewünscht, da noch mal ein Gesicht zuzuhaben, bevor ich jemandem mein Wort erteile, auch wenn wir hier vorneweg schon eine Empfehlung bekommen haben aus dem Ausschuss und das ganz sicher auch der Ausschuss, dass er bestimmen sollte, wer ihn da berät. Aber das hätte ich mir gewünscht und es sind immerhin auch Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die uns die nächsten 5 Jahre hier begleiten werden. Also ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass sie nicht hier sind. Danke. Vielen Dank für den Beitrag. Sie sind nicht Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10.2 und berufen jetzt die sachkundigen Einwohner, Einwohnerinnen für den Ausschuss Bildung, Kultur, Sport, Soziales. Es wurde gewählt im Fachausschuss Herr Professor Dr. Heinz Kornell, Drucksache Nummer 19957. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Kartenzeichen. Herr Hamann. Achso. Wer ist dagegen? 6. Wer enthält sich? Damit mit Mehrheit so berufen als Beschlussnummer 3603-24. Herr Hamann möchte noch mal etwas sagen von Freie Wähler FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Nur, auch wenn es wie eine Formalie klingt, wir haben als dritte Person jetzt in diesem den Vorschlag von Manuela O'Connell. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Name falsch geschrieben ist, dass sich das nicht durch die Legislatur durchzieht, würde ich darum bitten, den Namen von Frau O'Connell sowohl mit 2 N als auch mit 2 L zu schreiben. Auch wenn es wie eine Formalie klingt, würde ich das gutheißen, dass wir das auch vorher klarstellen. Danke. Vielen Dank für den Hinweis. Zunächst berufen wir aber Herrn Hartmut Friedrich, Drucksache Nummer 19958. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? 6 Gegenstimmen. Wer enthält sich? Niemand. Damit mehrheitlich so berufen und erhält die Beschlussnummer 3703-24. Jetzt kommen wir zum dritten Vorschlag, zur dritten Nominierung. Frau Manuela O'Connell mit Doppel-N und Doppel-L, Drucksachennummer 8959. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wir stellen Einstimmigkeit fest und vergeben die Beschlussnummer 3803-24. Und schließlich berufen wir noch oder haben wir zu berufen Frau Christine Plörer, Drucksache Nummer 8960. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Moment, dagegen sind jetzt 4. 4 dagegen, wer enthält sich? 2 Enthaltungen.
4 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen. Damit ist Frau Plörer berufen und erhält die Beschlussnummer 3903 aus 24. Vielen Dank. Damit haben wir auch die 4 sachkundigen Einwohner bzw. Einwohnerinnen für den BKSS jetzt berufen. Wir kommen dann zum dritten Fachausschuss. Das ist der Bauausschuss. Und auch dort sind 4 Vorschläge nominiert worden vom Ausschuss. Als erstes Herrn Lars Graubmann hätten wir zu berufen, Drucksache Nummer 8961. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich stelle Einstimmigkeit fest, Beschlussnummer 400324. Ferner ist nominiert worden Herr Andreas Sann, Drucksachennummer 8962. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Einstimmig. Beschlussnummer 4103 aus 24. Dann kommen wir zur dritten Berufung, Herr Wolf Müller, Drucksachennummer 8963. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Eine. Eine Gegenstimme. Wer enthält sich? 5 Enthaltungen. Damit ist Wolf Müller berufen und erhält die Beschlussnummer 4203 aus 24. Und wir kommen zur letzten Nominierung. Das ist Herr Volker Beckmann, Drucksachennummer 8964. Wer dieser Berufung seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? 4 Gegenstimmen. Wer enthält sich? 3 Enthaltungen. Damit ist Herr Beckmann auch berufen und erhält die Beschlussnummer 4303. Aus 24. So, wir kommen dann, vielen Dank, auch diesen beiden Gruppen von sachkundigen Einwohnern für die beiden Ausschüsse. Herzlichen Glückwunsch, gute Zusammenarbeit und vielen Dank vor allen Dingen, dass Sie sich alle, natürlich auch die für den ASOKEM, bereit erklärt haben, uns mit Ihrer Expertise bei der Arbeit die nächsten 5 Jahre zu unterstützen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 11. Da geht es um Straßenbeleuchtungsanlagen in der Falkenhagener Straße zwischen der Schönwalder Straße und der Nauener Straße. Herr Züller, erster Beigeordneter, wird zu dieser Drucksache vortragen. Das ist die Drucksachennummer 8931. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich werbe auch an dieser Stelle für das Bauprogramm für die Straßenbeleuchtungsanlage in dem Abschnitt zwischen der Rathauskreuzung und dem Beginn der Nauner Straße, also da, wo die Nauner Straße Friedrich-Engels-Allee abgeht. Dieser Bereich ist, denke ich mal, mit sehr vielen Defiziten behaftet. Wir sind als Straßenbaulastträger im Bereich des Gehweges zuständig, die entsprechende Beleuchtung herzustellen. Die Anlage ist sehr alt, sie ist sehr wartungs- und störanfällig, entspricht in keiner Weise irgendwelchen Normen. Wir wollen dort unbedingt Abhilfe schaffen, diesen Abschnitt herzustellen. Eine Besonderheit hier ist, dass wir im Bereich des Falkenhagener Angers unter anderem die Variante vorgeschlagen haben, hier historisierende Lampen aufzubauen, damit die sich also auch gestaltbildend hier einfügen. Wir haben im Bauausschuss dazu gesprochen, auch über die Frage, ob die Beleuchtungsanlage für die Querung im Bereich des Rathauses auch diesen Anforderungen genügen soll. Das werden wir noch abschließend prüfen. Hier geht es ja erstmal um generelles Bauprogramm. Im Bauausschuss ist dazu empfohlen worden, die Variante 1.2, also diese dekorative Beleuchtungsanlage, zu wählen. Und der Abschnitt 2 und 3 ist hier einstimmig befürwortet worden. Insofern liest sich der Tenor der Beschlussvorlage in der Abstimmung des Bauausschusses etwas schwierig. Das will ich an der Stelle nochmal klarstellen, dass hier die Variante 1.2 vom Ausschuss empfohlen wurde und bitte Sie auch um Zustimmung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Züller. Gibt es von Seiten der Stadtverordneten dazu eine Wortmeldung? Das sehe ich nicht. Doch, Herr Mayer, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, ich habe eine formale Verständnisfrage. Müssten wir jetzt formal noch die Streichung von 1.1 beantragen oder hat die Verwaltung, weil in der Vorlage ist es ja nicht erkenntlich, da steht ja diese 1.1 noch mit drin. Stimmen wir darüber mit ab oder nicht? Das wäre meine Frage ans Präsidium. Oder? Ich habe den ersten Beigeordneten so verstanden, dass die Variante 1.2, wie im Ausschuss empfohlen, mit 2.1 und 3.1 beschlossen werden soll. So habe ich die Empfehlung der Verwaltung des ersten Beigeordneten verstanden. Indem wir ausdrücklich und das dann bitte auch im Ergebnisprotokoll ausdrücklich festhalten, dass wir beim Abschnitt 1 ausdrücklich die Variante 1.2 beschlossen haben. Entweder oder Beschlüsse gibt es nicht. Über die Variante 1.1 wird nicht abgestimmt, weil die Verwaltung vorschlägt, über 1.2 abzustimmen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann genau diesem Vorschlag der Verwaltung folgen, nämlich über die Variante 1.2, 2.1 und 3.1 in einem abzustimmen, so wie es auch vom Bauausschuss empfohlen wurde. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die Drucksache Nummer 89/31 abstimmen. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich stelle Einstimmigkeit fest und dieser Beschluss erhält die Beschlussnummer 44/03/24. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 12, Beschluss zum Ausbau der Freimuthstraße auf gesamter Länge zwischen der Falkenhagener Straße und der Falkenhagener Straße. Was ist das? So steht es hier. Es gibt zwei Änderungsanträge von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und heute noch mal einen von Freie Wähler FDP-Fraktion. Die bitte dann mit gemeinsam jetzt behandelt werden sollen. Ich habe gehört den Wunsch aus verschiedenen Fraktionen, dass der gesamte Antrag und die Beschlussvorlage inklusive Änderungsanträge noch einmal in den Bauausschuss zurücküberwiesen werden soll. Das ist mir zugetragen worden. Ich bitte Herrn Züller, das entsprechend jetzt gleich mit einzuspeisen in seinem Vortrag, wie er dazu steht. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ist natürlich jetzt für mich schwierig, weil die änderungsantragstellenden Fraktionen ja noch nicht vorgetragen haben. Ich würde jetzt erstmal nur zu dem Tagesordnungspunkt 12 sprechen, den wir eingebracht haben, nämlich die Beschlussfassung über das Bauprogramm. Ich würde dann an der Stelle natürlich schauen, was die Änderungsanträge anbelangt, und würde Ihnen auch einen Vorschlag machen wollen. Ich hatte zwischendurch Zeit, dann auch den Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler FDP hier mir mal durchzulesen, der ja heute erst auf dem Tisch gelegen hat. Ich werbe nachdrücklich für die Beschlussfassung des Bauprogramms. Das Bauprogramm für die Freimuthstraße im Abschnitt zwischen der Falkenhagener Straße im Osten und der Falkenhagener Straße im Westen ist aus meiner Sicht so ordentlich auch mehrfach im Bauausschuss vorgetragen worden. Es bleibt so, dass das Bauprogramm ja eine ganz abstrakte oder zunächst erstmal sehr allgemein gehaltene Formulierung ist, um deutlich zu machen, was soll da konkret passieren. Einerseits die Fahrbahn, andererseits die Straßenbeleuchtung und die Entwässerung, also auch die Nebenbereiche, grundsätzlich zu gestalten. Jetzt gibt es zum einen über 12.1 Änderungsantrag, wo ich sage, hier ist im Gegensatz zu dem, was wir im Bauausschuss besprochen haben, dann doch noch wieder die Idee entstanden bei dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Parkstände im Bereich, zumindest bei Thonke, also im Abschnitt zwischen der ehemaligen Enkelstraße und der Bahnhofstraße, wieder vorzusehen. Das würden wir auch machen, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Dissens, weil wir hatten auch verwaltungsseitig empfohlen, so viel wie möglich Parkstände
anzubieten im Falkenhagener Anger. Sie wissen, dass der Diskurs dazu umfangreich war. Die einen wollten möglichst wenig haben, um möglichst wenig Fläche auch zu versiegeln. Andererseits besteht es wohl auch, insbesondere im Bereich der Kirche und anderer, der dringende Wunsch, hier Parkstände vorzuhalten. Deswegen sind wir da gar nicht im Dissens. Allerdings ist dann der weitergehende oder der weitere Antrag zu 12.2, den würde ich gerne im Fachausschuss dann diskutieren, insbesondere wenn es um die inhaltlichen und konkreteren Gestaltungsfragen dieses Bauprogramms geht. Ich sehe da jetzt nicht, dass wir richtungsweisend hier diesbezüglich das Bauprogramm ändern müssen, um das machen zu können, weil die Ausführungsplanung wird ja dann sich mit Details beschäftigen und an der Stelle, denke ich, ist es auch sachgerecht, so wie ich eingangs gegenüber der Bürgerinitiative geäußert habe, dass hier nochmal alle zur Sprache kommen. Auch da kann man natürlich auch, wenn wir jetzt grundsätzlichen Dissens nochmal zu einzelnen Punkten hätten, notfalls auch nochmal das Bauprogramm ändern. Aber bitte nicht das Bauprogramm überfrachten mit Änderungen, die nicht mehr generellen Charakter haben, sondern sehr wohl schon ganz konkret sind. Da soll auch insofern, was den Antrag der Fraktion Freie Wähler FDP anbelangt, einerseits zu der Straßenbeleuchtung, andererseits zum Straßenoberbau, mir hinsichtlich der Ausführung zum Bauprogramm, also die Ausführungsplanung, auch nicht unbedingt weiterhilft. Lesen Sie sich bitte einfach selber nochmal den Text durch. Mir ist aufgefallen, vielleicht kann das die antragstellende Fraktion dann nochmal klarstellen, dass auch Klammerbestandteile zum Punkt 2.2.1 zum Beispiel, die dritte Zeile, Klammer auf, nach technischer Prüfung oder weiter unten gibt es dann einen Klammerbegriff, möglichst aus dem Bestandsmaterial. Das sind ja keine konkreten Vorgaben, sondern nur dann, wenn es aus der Prüfung die Möglichkeit gibt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Anlass. Wenn Sie als antragstellende Fraktion hier zu Protokoll geben wollen, und das würde völlig reichen, dann ändern wir nicht das Bauprogramm, sondern Sie geben der Verwaltung dann sehr wohl mit, dass sie das prüfen soll, dass noch Pflaster möglichst zurückbehalten wird oder in welchen Prozentsätzen auch immer wiederverwendet wird. Aber das hat im Bauprogramm nichts zu tun. Deswegen werbe ich dafür, dass wir das Bauprogramm zunächst erstmal beschließen und in der Frage der, und da müssen wir erstmal vorankommen, wenn wir das jetzt nochmal zurück in den Fachausschuss geben, dann verlieren wir wiederum Zeit, die uns verloren geht, um das Vorhaben sachgerecht umsetzen zu können. Sie wissen, ich habe im Bauausschuss auch gesagt, wir arbeiten hier mit Fördermitteln, die wollen wir nicht zurückgeben, die wollen wir wirklich einsetzen. Und ich kann Ihnen an der Stelle nur versprechen, dass wir natürlich auf Wünsche, soweit sie sachgerecht sind und auch hinreichend konkret formuliert sind, eingehen wollen. Aber bitte nicht nochmal zurück in den Ausschuss. Es ist, auch was die Verkehrsorganisation anbelangt, hat es nichts im Bauprogramm zu tun. Das sind Dinge, die wir dann im Bereich der Ausführungsplanung miteinander besprechen wollen. Insofern mein Vortrag. Vielen Dank, Herr Züller. Gerne zur Verfügung. Herr Jabur, der gerade hier vorne war, beantragt, dass die Anträge inklusive Top 12 komplett nochmal in den Ausschuss zurücküberwiesen wird. Ich möchte nur jetzt Herrn Mayer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Gelegenheit geben, ihre Anträge nochmal kurz zu begründen. Das Gleiche auch für den Antrag von Freie Wähler FDP. Kurz erläutern und dann können wir darüber abstimmen, ob wir es in den Ausschuss zurücküberweisen oder ob dieser Kompromissvorschlag von Herrn Züller realisiert werden soll, das, was praktisch heute grundlegend allgemein beschlossen werden kann, zu tun und nur das Übrige in den Ausschuss zu überweisen. Aber jetzt erstmal die beiden Antragsteller und dann erstmal. Er hatte beantragt, dass das in den Ausschuss kommt, zurücküberwiesen wird. Ich muss aber den beiden Antragstellenden. Herr Vorsitzender, Entschuldigung, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag gestellt, das habe ich Ihnen auch so angezeigt. Und ein Geschäftsordnungsantrag ist immer vorzuziehen und auch vorrangig abzustimmen. Und wir haben den Antrag auch gestellt, weil die Fraktionen sich untereinander darauf verständigt haben, im Verfahren nochmal zurückzuüberweisen. Wir brauchen nicht an dieser Stelle die Debatte, dann im Ausschuss und dann nochmal hier. Das wäre eine zu viel, deswegen jetzt sofortige Abstimmung über die Rücküberweisung.
Gibt es eine Gegenrede? Denn jetzt wird zurücküberwiesen, heute nicht weiter. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich hätte es gerne so gemacht, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Es gibt keine Gegenrede. Dann lasse ich jetzt trotzdem über diesen Antrag abstimmen. Wer dieser Rücküberweisung komplette Tagesordnungspunkt 12 in den Bauausschuss seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Mehrheitlich so in den Ausschuss zurück überwiesen, inklusive der Tischvorlage, die heute vorgelegt worden ist. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 13, ein Antrag der CDU, Prüfung der Übernahme der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt L201 in Falkensee vom Land, Drucksache 19 im ASUKEM und im Bauausschuss jeweils auf den Sitzungen im Oktober einstimmig befürwortet worden. Der Antragsteller möchte kurz den Antrag begründen. Herr Dr. Pollmann für die CDU-Fraktion. Ja, Sie alle kennen die Ortsdurchfahrt der L201, die Nauener, die Falkenhagener, die Spandauer Straße. Viele von Ihnen, denke ich, sind mit mir einer Meinung, dass weite Teile sanierungsbedürftig sind und viele sind von Ihnen sicherlich auch der Meinung, dass einige Teile ausbaubedürftig sind. Jetzt ist es so, dass wir alle wissen, dass das in der Zuständigkeit des Landes liegt. In der Vergangenheit gab es viele Gespräche der Stadt auch mit dem Land, um da was voranzutreiben. Auch Initiativen aus der Kommunalpolitik haben leider nicht gefruchtet bisher. Und wenn Sie sich die Tatsache vor Augen führen, dass beim Überschreiten der Einwohnerzahl von 50.000 Einwohnern die Zuständigkeit oder die Straßenbaulast ohnehin der Stadt zufällt, dann können Sie sich die Frage stellen oder selbst beantworten, für wie wahrscheinlich es Sie halten, dass sich da noch was bewegt in den Jahren, bis es soweit ist. Warum stellen wir nun einen Prüfungsauftrag und keinen Antrag, um das direkt zu tun? Nun, das ist natürlich mit gewissen Kosten verbunden und auch mit personellen Ressourcen, die wir Stand heute noch nicht beziffern können. Und Gegenstand dieses Antrages ist eben, dort jetzt Klarheit zu schaffen, auf den Tisch zu bringen, wie viel kostet uns das, wie viele Ressourcen bindet das. Und auf dieser Grundlage hoffen wir dann, wenn wir das Ergebnis vorliegen haben, diese Entscheidung dann auch qualifiziert treffen zu können. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Pollmann. Gibt es Redebedarf? Herr Hamann, Fraktion Freie Wähler, FDP. Ja, vielen Dank fürs Wort. Ich würde nur eine Frage stellen an die Verwaltung, ob es tatsächlich auch von Ihrer Seite so ist, dass ab 50.000 Einwohneranzahl die Zuständigkeit ohnehin bei der Gemeinde liegt. Herr Züller. Das ist wohl so, das Straßengesetz des Landes Brandenburg sieht das vor. Natürlich an der Stelle auch unter gewissen Maßgaben. Wir würden das auch im Ausschuss nochmal entsprechend untersetzen, beziehungsweise wir haben es eigentlich auch schon vorgetragen. Wir erwarten allerdings nicht so alsbald, dass das kommt, weil die Feststellung dieser Zahl auch immer nachlaufend ist, weil die über das Landesamt für Statistik dann auch erstmal festgestellt werden muss und das ist im Prinzip auch noch in einer deutlich ferneren Zukunft. Insofern verstehen wir diesen Prüfauftrag hinsichtlich der Übernahme der Straßenbaulast auch aus mehreren Aspekten, um hier in der Sache voranzukommen, nicht nur aus formalen Gründen, dass uns das gesetzlich übertragen wird, sondern weil wir ganz einfach die Defizite so schnell wie möglich abstellen wollen und abstellen müssen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die Drucksache Nummer 19 abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen und erhält die Beschlussnummer 46. Ja, genau. Wie viel? 44. Ich habe vorhin 43.03, 11 und 12 ist überwiesen und rücküberwiesen worden in den Ausschuss. Elfer 44, 12er 45. Nein, überweisen. Ah, dann 45. Okay.
Ja, ich habe aber da vorhin keine Beschlussnummer genannt. Insofern trage ich das hiermit nach. Also, Tagesordnungspunkt 11 erhält die Drucksache 19/31, die Beschlussnummer 44/03/24 und der Tagesordnungspunkt 12, Drucksache 19/19, erhält die 45/03/24. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Antrag Bündnis 90 Die Grünen, Prüfauftrag Tempo 30 Siegefelder Straße, Drucksache 19/23, mehrheitlich vom ASOKIM befürwortet. Die Antragsteller, Frau Kühnemund von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Genau, von mir auch noch schönen guten Abend in die Runde. Genau, wir haben hier einen Prüfauftrag, da im Laufe der Baumaßnahmen von der Siegefelder Straße ist uns das Tempo 30 dort abhanden gekommen. Da haben ein paar Leute uns darauf angesprochen, weil es vielleicht nicht allen gleich aufgefallen ist und so auch, aber uns schon, dann hatten wir in der letzten SVV auch nachgefragt und jetzt praktisch diesen Prüfauftrag dazu verfasst. Jetzt hat uns im Stadtentwicklungsausschuss Herr Züller auch schon gesagt, dass eigentlich die Verwaltung auch schon dran ist, das zu prüfen und prüfen zu lassen oder es auch schon beantragt hat. Aber ob das jetzt aufgrund unseres Antrags passiert ist oder wir halt die gleiche Idee hatten oder die Notwendigkeit gesehen haben, sei es dahingestellt. Aber wichtig ist ja, dass wir das auch nach außen hin kommunizieren, dass es uns wichtig ist, hier für die Sicherheit zu sorgen. Zum einen halt für die Kita, die sich dort befindet, also auch für die Fußgänger, die jetzt aufgrund des Hallenbads halt vermehrt dort langlaufen oder die Straße überqueren, auch das Park-and-Ride-Parkplatz und zuletzt auch der Autowerkstatt für die Ein- und Ausfahrt, die sich auch dort befindet, für eine größere Sicherheit zu sorgen. Und deswegen ja, hoffen wir, dass Sie hier zustimmen und der Prüfauftrag ist eigentlich auch schon auf dem Weg. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kühnemund. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die Drucksache Nummer 19/23 abstimmen. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? 6, 7 Gegenstimmen. Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Damit mehrheitlich so beschlossen und erhält die Beschlussnummer 46/03/24. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 15, Antrag der SPD-Fraktion, Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Gründung von Stadtwerken, Drucksache 19/44. Wer trägt vor? Herr Kissing, Fraktionsvorsitzender der SPD. Danke, Herr Vorsitzender. Wir wollen ja nicht heute darüber abstimmen, sondern wir wollen eine spannende, interessante Diskussion im Hauptausschuss darüber führen. Wir schlagen also vor Überweisungen im Hauptausschuss und freuen uns auf diese wichtige Diskussion, da es ja um einen wichtigen Fakt geht, die Vergabe der Konzession, eine Sache, die man alle 20 Jahre nur tut. Und wir wollen zumindest im Vorfeld ein bisschen Sicherheit schaffen, dass wir hier eine richtige Entscheidung treffen und deshalb dieser Prüfauftrag, um zu sehen, dass wir hier eine richtige Entscheidung treffen, die zukunftsorientiert ist. Also ich bitte um Überweisungen im Hauptausschuss und freue mich schon auf die Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank. Im Vorfeld der Sitzung hatte ich mit der Verwaltung gesprochen dazu, weil wir davon ausgingen, dass es in den Hauptausschuss überwiesen wird. Und die Verwaltung schlägt vor, sachkundige Expertise sowohl aus der Verwaltung juristisch als auch von EDIS dazu zu holen, die ja die Konzession beantragt haben. Also von daher hätten wir dann auch von daher den fachkundigen Rat von außen und die Diskussion wird dann sicherlich sehr interessant. Sind Sie mit der Überweisung einverstanden in den Hauptausschuss? Dann bitte ich um Ihr Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung 6 Gegenstimmen, Hauptausschuss überwiesen. Wir kommen damit
zum Antrag Top-Tagesordnungspunkt Nummer 16. Interfraktioneller Antrag, Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Falkensee aus Haushaltsmitteln der Stadt Falkensee. Dort wird von Antragstellern, wurde mir im Vorfeld signalisiert, diesen Antrag nochmals in den Hauptausschuss zu überweisen. Gibt es da Gegenrede? Dann wird er auf die Tagesordnung des nächsten Hauptausschusses gesetzt. Ich bitte noch mal ums Kartenzeichen, dass wir das auch formell machen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Gegenstimme. Damit wird so auf jeden Fall in den Hauptausschuss überwiesen und dort erörtert. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17. 4803. Ja, es ist keine Beschlussnummer. Antrag Freie Wähler, Falkensee, FDP, CDU, Die Linke, Wir für Falkensee, SPD, Bündnis 90, Die Grünen. Erweiterung der Mensakapazität am Standort der Europaschule am Gutspark, Drucksache 19/50. Herr Jabur von der Fraktion Freie Wähler, FDP, begründet den Antrag. Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass all die Fraktionen, die im Bildungsausschuss angekündigt haben, dass sie den Weg für eine solche Beschlussfassung freimachen wollen, auch Wort gehalten haben. Man sieht es auch schon an der Länge der Antragsteller, dass es eine breite Unterstützung findet. Der Antrag, ich mache es ganz kurz, ich will gar nicht in die Details einsteigen, der Antrag soll den Weg freimachen, endlich das zu erreichen, was seit 2010/12 am Standort der Europaschule diskutiert wird, nämlich angemessene Mensakapazitäten. Die Diskussionen hat jeder erlebt. Das, was hier im Antrag steht, ist praktisch sinn- und wortgleich das, was die Schulkonferenz in mehreren Beratungen wiederholt beschlossen hat, als Erwartung an die Stadtverwaltung. Und wir hoffen, dass wir damit am Standort der Europaschule für 633 Kinder, die dort beschult werden, den Weg freimachen zu einem stressfreien Mittagessen. Vielen Dank. Überweisung. Und wir beantragen die Überweisung sowohl in den Bildungsausschuss als auch in den Bauausschuss. Danke. Vielen Dank. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Damit in beide Ausschüsse überwiesen. Gestatten Sie mir den Hinweis, dass der Inhaber des Coronita aufgeschlossen einer Idee gegenüber ist, praktisch das Schüleressen zu unterstützen, dass er seine Räumlichkeit zur Verfügung stellt. Man möge sich mit ihm bitte auseinandersetzen. Ganz umsonst wird das sicherlich nicht machen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18, Anfragen der Fraktionen. Wir fangen an mit Top 18, Anfrage der SPD, Gefährdungsabschnitt Bahnunterführung, Zentrum für Fußgänger und Radfahrer, Drucksache 19/45. Wer beantwortet die Anfrage? Herr Züller für die Verwaltung. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich antworte auf die Anfrage bezüglich des Gefährdungsabschnitts Bahnunterführung, Zentrum für Fußgänger und Radfahrer. Frage 1. Sind der Stadtverwaltung Unfälle in diesem Bereich bekannt? Die Antwort lautet gemäß dem dazu am 16.10.2024 gemeinsam mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland erfolgten Vororttermins ist zudem im Fußgängertunnel des Bahnhofs Falkensee festgestellten Unfallgeschehen die verbindliche Aussage getroffen worden, dass keine Gefahrenlage und damit auch keine Grundlage zur Anordnung zusätzlicher verkehrsregelnder Maßnahmen besteht. Frage 2. Es gab nach Aussagen der Stadtverwaltung eine rote Trennmarkierung auf dem Boden, die aktuell nicht mehr erkennbar ist. Gibt es konkrete Pläne, diese zu erneuern? Beantwortung. Es besteht im unteren Bereich des Tunnels eine halbseitige farbliche Trennung in Grau und Rot, also was die Pflasterung anbelangt. Eine Änderung dieser farblichen Pflasterung ist nicht vorgesehen. Auf den beiden Rampen gab es bisher keine farbliche Trennung und Pläne für eine Trennmarkierung auf diesen Rampen gibt es nicht. Frage, warum gibt es keine Hinweisschilder zum konkreten Verhalten für Fahrradfahrer und Fußgänger? Die Antwort, auch die Möglichkeiten zur Aufstellung
von Hinweisschildern zum konkreten Verhalten für Fahrradfahrer und Fußgänger wurden zusammen mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde festgestellt, dass eine Aufstellung von Hinweisschildern, die auf Freiwilligkeit beruhen und nicht von der Straßenverkehrsordnung, Klammer auf, StVO, vorgesehen sind, nicht zugestimmt werden kann. Frage 4. Ist eine klare farbliche Trennung auf dem Boden rechtlich zulässig? Die Antwort: Die Platzverhältnisse im Fußgängertunnel am Bahnhof Falkensee lassen die Einrichtung und Beschilderung von gesonderten Radwegen nicht zu. Zur Einsehbarkeit der Rampe auf der Südseite des Tunnels ist ein Verkehrsspiegel installiert, welcher regelmäßig gereinigt und auch instand gesetzt wird. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant. Gemäß § 1 Straßenverkehrsordnung haben sich die Verkehrsteilnehmer so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt oder gefährdet wird. Die Einhaltung der Verkehrsregeln ist durch die Polizei zu kontrollieren. Frage 5. Was würde diese farbliche Kennzeichnung mit zusätzlichen Wegmarkierungen circa kosten? Die Markierung einer durchgehenden Trennlinie auf den beiden Rampen würde ca. 1.500 Euro kosten, könnte jedoch nur erfolgen, wenn diese von der Straßenverkehrsbehörde tatsächlich auch angeordnet werden würde. Vergleichen Sie bitte dazu auch die Beantwortung der Frage 4, dass die Verkehrsbehörde das nämlich ablehnt. Frage 6. Ist die Kennzeichnung unserer anderen Tunnelunterführungen zur Sicherheit der Fußgänger rechtskonform? Antwort: Die bestehenden Beschilderungen der Tunnelunterführungen sind rechtskonform. Gibt es Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Allen Stadtverordneten liegt, glaube ich, auch die Antwort schriftlich vor, oder zumindest der Fraktion, alle anderen auch. Gut, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 19. Wiederum eine Anfrage der SPD-Fraktion, Nutzung des Skaterplatzes an der Segefelder Straße. Wer antwortet? Wieder Herr Züller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich antworte auf die Anfrage der SPD-Fraktion zur Nutzung des Skaterplatzes an der Segefelder Straße. Frage 1. Kann die Stadtverwaltung bestätigen, dass der Skaterplatz in seiner Form nicht mehr benutzt wird? Frage 2. Ist der Skaterplatz in seinem jetzigen Zustand aus Sicht der Verwaltung attraktiv für Stadtbewohner, diesen zu nutzen? Ich würde 1 und 2 zusammen beantworten. Und zwar wie folgt: Derzeit kann der Skaterplatz kaum genutzt werden, weil die Skaterelemente verschlissen und nicht mehr nutzbar sind und teilweise abgebaut werden mussten. Frage 3. Ist es weiterhin das Ziel der Stadtverwaltung, diese Fläche als Skaterplatz zu erhalten? Antwort: Ja, die Ausstattung des Platzes mit neuen, langlebigeren Elementen wird derzeit geplant. Die Ausschreibung dazu ist erfolgt. Der Auftrag soll in diesem Jahr erteilt werden, sodass das dann also auch vollzogen wird. Frage 4. Sollte dies der Fall sein, wann wird etwas unternommen, um den Skaterplatz aufzuwerten? Antwort: Neue Elemente aus Beton, analog den Geräten aus dem Skateplatz Rosenstraße, so Betonelemente, wurden ausgeschrieben. Bei der Auswahl der Geräte wurde sich an der Baugenehmigung zu diesem Spielplatz, zu diesem Skaterplatz orientiert. Die Elemente weisen eine längere Nutzungszeit auf, sind attraktiver und der Platz wird wieder nutzbar gemacht und aufgewertet. Zusätzlich wurden bereits 2 Laubbäume als Schattenspender gepflanzt. Ein dritter Baum ist nach der Aufstellung der Geräte noch geplant. Frage 5. Kann die Fläche auch für andere Vorhaben genutzt werden und hat die Stadt dafür Alternativkonzepte? Beantwortung: Grundsätzlich bestünden auch alternative Nutzungsmöglichkeiten, favorisiert wird aber der Erhalt eines Skaterplatzes. Alle Vorbereitungen sind bereits erfolgt. Frage 6. Ist die Fläche wichtig für Verkehrsprojekte wie das Projekt I2030, also der Ausbau der Hamburger Bahn, da es sich unmittelbar zu Bahnhofs- und Gleisnähe befindet? Antwort: Durch die Planungsträger für I2030 ist an diesen Flächen kein Bedarf vorgesehen. Lassen Sie mich noch mal an der Stelle was sagen zur Prüfung, was die Tempo-30-Beschilderung in der Segefelder Straße anbelangt. In dem Zusammenhang haben wir das natürlich auch mit auf dem Schirm gehabt. Denn wenn sich die Nutzerzahlen an der Skateanlage wieder verbessern, was ja unser Ziel ist, weil es attraktiver gestaltet werden soll, dann wird sich wahrscheinlich aufgrund des Querungsereignisses an der Stelle dann auch wieder eine bessere Begründung gegenüber der Verkehrsbehörde geben lassen.
dass nämlich ursprünglich dafür tatsächlich die Tempo-30-Beschilderung ausgewiesen war. Insofern streben wir das auch wieder an. Vielen Dank. Gibt es dazu Nachfragen? Vielen Dank, Herr Zöller. Keine Nachfragen. Der Tagesordnungspunkt 20 ist vorhin zurückgezogen worden. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21, Drucksache 89/52, Anfrage der AfD, Situation der Elektromobilität in Falkensee. Der Bürgermeister antwortet. Jo, also die Zulassungszahlen für Elektroautos gehen seit Monaten drastisch zurück. Nach einer Statistik der Hochburg haben sich von Juli bis September 2024 nur 3,9% der privaten Autokäufer für ein E-Auto entschieden. Im Bestand stieg der Anteil der privaten E-Autos in diesem Quartal nur um 0,1%, liegt jetzt bei insgesamt 2,9%. Damit liegt der Anteil der Verbrennerautos bei über 97%. Offenbar sehen viele Autokäufer in der E-Mobilität vorwiegende Nachteile. Auch die Stadt Falkensee hat mehrere Dienstfahrzeuge mit E-Antrieb angeschafft. Daher bitten wir um die Antwort auf folgende Fragen. Frage 1. Wie viele Elektro-Pkw sind auf Kfz-Halter, die in Falkensee wohnen, zugelassen und wie viele Verbrenner-Pkw? Antwort, diese Daten liegen der Stadtverwaltung nicht vor. Frage 2, wie viele Elektro-Pkw hat der Fuhrpark der Stadt Falkensee und wie viele Verbrenner-Pkw? Antwort, der Fuhrpark der Stadtverwaltung umfasst aktuell 11 rein elektrische Pkw und 5 Pkw mit Verbrennungsmotor. Frage 3. Um wie viel war der Kaufpreis eines E-PKWs im Durchschnitt teurer, in Klammern in Prozent oder in Euro, als der Kaufpreis eines Verbrennerautos mit ähnlicher Größe und Ausstattung? A. Ohne Berücksichtigung der finanziellen Förderung. B. Mit Berücksichtigung der finanziellen Förderung. Antwort. Die Stadtverwaltung kauft keine PKW. Alle PKW werden inklusive Service für eine Laufzeit von 3 Jahren geleast. Alle Service- und Wartungskosten sind in der Rate bereits enthalten. Die Rücknahme der Fahrzeuge ist vertraglich vereinbart. So entsteht stadtseitig kein Risiko. Die Leasingrate inklusive Vollkaskoversicherung für einen E-Pkw-Kleinwagen beträgt durchschnittlich 580 Euro im Monat, für einen Verbrenner-Pkw-Kleinwagen durchschnittlich 300 Euro im Monat. Frage 4. Wie hoch waren die Betriebskosten eines E-Pkws und eines Verbrenners ähnlicher Größe, Ausstattung und Fahrleistung im Fuhrpark im Durchschnitt, in Klammern inklusive Energie, Wartung, Reparaturen? Antwort, in 2024, da geht es um den Zeitraum 1.1.24 bis 30.9.24, wurde für das Laden der 11 E-PKWs ca. 6.600 Kilowattstunden verbraucht, was Kosten in Höhe von ca. 660 Euro verursacht hat. Im gleichen Zeitraum, 1.1.24 bis 30.9.24, hat das Betanken der 5 Verbrenner-PKW Kosten in Höhe von ca. 5.600 Euro verursacht, zuzüglich 700 Euro Kfz-Steuer. Ein E-Pkw kostet durchschnittlich 7.300 Euro pro Jahr, ein Verbrenner-Pkw ca. 4.000 Euro, wobei sich das Verhältnis je mehr gefahrener Kilometer mit E-Pkw stetig verbessert. Frage 5. Bei Unfällen können die Autos von E-Autos leicht entzünden. Mit normalen Mitteln ist ein solcher Brand nicht zu löschen. Das führte unter anderem 2022 zum Untergang eines Autofrachters mit Tausenden von Autos bei den Azoren, nachdem auf dem Schiff E-Autos in Brand geraten waren. Dazu habe ich mir eine Auskunft aus der Feuerwehr, also direkt von der Feuerwehr geholt. Und zwar E-Autos, auch wenn der Schein manchmal so sein mag, brennen nicht häufiger als Verbrenner, sogar im Schnitt, also sag mal prozentual 20% weniger. Der Brand ist grundsätzlich vergleichbar wie mit einem Verbrenner, es sei denn, der Akku ist betroffen. Der Akku ist aber speziell geschützt, sowohl für thermische als auch zu physischen Beanspruchungen, und sollte ein Akku doch mal brennen, denn entwickeln sich höhere Temperaturen, das stimmt. Dabei hilft nur Kühlen und damit mehr Löschwasser, eventuell dann halt auch längere Löschzeiten. Alle Feuerwehren sind grundsätzlich gut gerüstet für Brände von Elektroautos. Regelmäßige Aus- und Fortbildungen werden dafür angeboten und auch genutzt von der Falkenseer Feuerwehr. Im Jahr 2023 wurde mit Fördermitteln eine E-Löschlanze angeschafft, also bei unserer Feuerwehr, und die hat also die Möglichkeit, Akkus von innen zu löschen, also sag mal von innen raus, den Löschvorgang zu beschleunigen. Die Prüfung einer Anschaffung einer Löschdecke, zum Beispiel für Tiefgaragen, wo also Autos quasi abgedeckt werden können, ist gerade in Prüfung. Und es kann gesagt werden, in Falkensee gab es schon mehrere Unfälle mit Elektroautos, wobei aber nicht ein einziger mit irgendeinem Brandereignis in Zusammenhang gestanden hat. Frage 6. Plant die Stadtverwaltung für 2025 weitere E-Fahrzeuge in Dienst zu stellen?
Klammern Pkw und Nutzfahrzeuge. Antwort: Der Fuhrpark wird aufgrund der Laufzeiten der Leasingverträge rotierend ausgetauscht. Auch in 2025 laufen mehrere Verträge aus und werden durch neue wirtschaftliche Fahrzeuge ersetzt. Die Stadtverwaltung führt aktuell Gespräche mit verschiedenen Autoherstellern und Autohäusern, um die monatlichen Kosten, zu senken. Hierfür werden Angebote verglichen, wobei nicht nur E-, sondern auch Verbrenner- und Hybridfahrzeuge mit dem Vergleich einbezogen werden. Letzte Frage: Ist die Stadtverwaltung anhand dieser Fakten der Meinung, dass sie weiterhin durch Elektromobilität eine Vorbildfunktion ausüben kann? Klimaschutzkonzept 2001. Antwort: Sowohl der Betrieb als auch der Unterhalt von E-Kfz ist aktuell deutlich günstiger als die Verbrenner-Kfz. Aktuell streben wir eine Reduzierung der monatlichen Rate bei den neuen Fahrzeugen an, um die Wirtschaftlichkeit weiter zu erhöhen. Durch die moderne Ausstattung der neuen städtischen Gebäude, in Klammern Photovoltaik auf dem Hallenbad und Rathauserweiterungsbau, können wir die Kosten für den Betrieb der E-Pkw noch weiter reduzieren. Da die Fahrzeuge zu 95% nur im Stadtverkehr genutzt werden, streben wir weiterhin eine Anschaffung von E-Pkw an. Dies reduziert die Abgaslärmemissionen und trägt somit zum angenehmen Stadtklima bei. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gibt es Nachfragen von der Fraktion? Herr Storm? Zwei Nachfragen sind zulässig. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe an den Bürgermeister folgende Frage. Ich habe ihn so verstanden, dass die Betriebskosten für Elektroautos doch wesentlich höher sind pro Jahr. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Und die andere Frage ist, wenn das so ist, warum planen Sie dann weitere Elektroautos anzuschaffen, um dann in die Stadtkasse weiter zu belasten, höher zu belasten, als es eigentlich erforderlich ist. Bürgermeister. Ja, also Betriebskosten stimmt also nicht ganz, sondern die Gesamtkosten sind für so ein Elektrofahrzeug halt eben höher, dadurch, dass die Leasingkosten höher sind als die für einen Verbrenner. Und letztendlich ist es ja eine beschlossene Sache, dass wir halt auf Elektroautos zugreifen. Aber wie auch schon gesagt, wir schauen also nicht nur nach Elektroautos, auch Verbrenner sind teilweise unumgänglich, gerade Transporter und so, da geht es ja sowieso nicht. Und wie gesagt, wir streben auch die Senkung der monatlichen Raten diesbezüglich an. Vielen Dank. Damit ist auch diese Anfrage beantwortet. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 22, eine Anfrage der CDU, die ich gestellt hatte, Tätigkeit des Kommunalen Präventionsrates der Stadt Falkensee. Ein Rückblick. Frau Jansen wird für die Verwaltung antworten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Einen schönen guten Abend zu später Stunde auch von mir noch einmal in die Runde. Die Anfrage des SVV-Mitglieds Hans-Peter Pohl für die CDU zur Tätigkeit des Kommunalen Präventionsrates der Stadt Falkensee möchte ich wie folgt beantworten. Frage 1. Welche Mitglieder gehören dem aktuellen Kommunalen Präventionsrat der Stadt Falkensee an? Antwort: Dem Präventionsrat der Stadt Falkensee gehören Vertreterinnen und Vertreter der Polizeidirektion Havelland, des Polizeireviers in Falkensee, der Stadtverordnetenversammlung, des Seniorenbeirates, des Beirats für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, des Jugendbeirates, der lokalen Agenda 21 e.V. sowie des Zentrumsmanagements an. Weiter sind die örtlichen Kirchengemeinden, in dem Fall bei der letzten Beratung war das eine Vertreterin des Evangelischen Kirchenkreises Falkensee, die Sportvereine, vertreten durch Aktiv Sport, sowie die Jugendarbeit in der Stadt, in dem Fall war das ein Vertreter von Mikado e.V. vertreten. Die Stadtverwaltung ist durch den Bürgermeister, die Dezernentin 3, die Amtsleitung des Schulamtes und des Ordnungsamtes sowie das Büro für Vielfalt und die Kinderbeauftragte vertreten. Wir hatten auch Einladungen an die Falkenseer Schulen gerichtet, die haben allerdings die Einladung zuletzt nicht mehr wahrgenommen. Frage 2. Wie oft hat der Präventionsrat in den Jahren 2023, 2024 getagt? Der Präventionsrat hat im oben genannten Zeitraum zuletzt am 21. März 2023 getagt.
Welche Themenprobleme wurden besprochen? Die wichtigsten Themen der Sitzung am 21. März 2023 waren die verbesserte Prävention durch Angebote der Jugendarbeit. Wurde uns ein großer Überblick gegeben, was Jugendarbeit im Bereich der Prävention leisten kann. Frage 4. Gab es Handlungsempfehlungen? Beantwortung. Die erarbeiteten Ergebnisse bestehen regelhaft in Gestalt der fachlichen Informationen und auch im Austausch zu den Schwerpunkten der Beratung. Wie gesagt, bei der Jugendarbeit war das eine interessante Vernetzung der Beobachtung der Polizei und des Ordnungsamtes und dazu den Vertretern der Jugendarbeit. Konkrete Maßnahmen zur außenwirksamen Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit wurde bisher noch nicht abgeleitet. Frage 5. Wie gedenkt der Bürgermeister, die zukünftige Arbeit des Kommunalen Präventionsrats der Stadt Falkensee zu unterstützen und zu fördern? Antwort: Aufgrund der eingetretenen personellen Veränderungen, die haben sich seit der letzten Beantwortung der ähnlichen Anfrage nochmal ergänzt. Es war nicht nur die Neuwahl des Bürgermeisters, Neubesetzung der Führung des Ordnungsamtes, jetzt auch neue Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und zum Teil auch neue Beiratsbesetzungen. Wird das Gremium seine Arbeit in der gerade begonnenen Wahlperiode sicherlich verstetigen und inhaltlich außenwirksamer orientieren können. Dazu müssen wir uns allerdings neu finden und auch den Teilnehmerkreis gegebenenfalls aktualisieren. Zur weiteren Vernetzung und um mögliche langfristige präventive Maßnahmen zu erarbeiten, nimmt die Stadt Falkensee, vertreten durch den Amtsleiter Ordnungsamt, an der Arbeitsgruppe 4 des Landespräventionsrats teil. Das ist die Arbeitsgruppe Vernetzungsgremium Kriminalprävention vor Ort. Es gab im ersten Halbjahr eine Sitzung dieser Arbeitsgruppe und die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe findet am 21. November in Cottbus statt. Auch hier sind wir wieder vertreten als Stadt und dort wird unter anderem über folgende Tagesordnungspunkte gesprochen. Es wird das interne Handlungskonzept der Stadt Cottbus zum Umgang mit Rechtsextremismus vorgestellt und ein externes Handlungskonzept diskriminierungsfreie Arbeitsplätze verschiedener Akteure der Stadt Cottbus diskutiert. Seitens der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates werden die Arbeitsschwerpunkte für die verbleibende Zeit des Jahres 2024 und das Jahr 2025 sowie Fördermöglichkeiten vorgestellt. Der Landespräventionsrat verteilt für bestimmte Maßnahmen in den Kommunen Fördermittel, da kann man sich bewerben und darüber wird noch einmal informiert. Außerdem hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erzählt, ist angedacht, eine Sitzung des Landespräventionsrats in Falkensee auszurichten. Wir haben die Anfrage oder das entsprechende Angebot dazu noch einmal erneuert und gehen davon aus, dass eine Sitzung im nächsten Jahr in Falkensee stattfinden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Jansen. Nachfragen? Frau Richtstein für die CDU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Natürlich kann ich es einsehen, dass aufgrund der neuen Personen ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob heute schon jemand dem Bürgermeister gratuliert hat. Der ist ja nun auch schon ein Jahr im Amt. Dazu herzlichen Glückwunsch. Dennoch und gerade weil ich in Anbetracht auf die Vorbereitung der heutigen Sitzung gesehen habe, dass ja schon mal zum Kriminalpräventionsrat in der 46. Sitzung am 24.04. eine Frage gestellt wurde, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass es ein bisschen konkreter wird bei der Beantwortung dieser Frage. Ich finde es gut, dass die Stadt jetzt in der Arbeitsgruppe 4 beim Landespräventionsrat vertreten ist. Ich bin selber in der AG 3 vom Landespräventionsrat. Es ist schön, dass sie auch nächstes Jahr hier tagt, aber ich würde es gerne konkreter haben, auf Falkensee heruntergebrochen. Zum einen, wer bereitet überhaupt diese Veranstaltung, diese Sitzung inhaltlich und terminlich vor und wann konkret findet die nächste Sitzung des Lokalen, des Falkenseer Kriminalpräventionsrates statt? Ich hoffe doch, dass dieses noch in diesem Jahr stattfindet. Vielen Dank, Frau Jansen. Ja, vielen Dank, Frau Richtstein, für die Nachfrage. Ich sehe das wie Sie, die landesweite Vernetzung ist das eine und dann das Herunterbrechen auf die kommunale Prävention ist ein Schritt, der nötig und erforderlich ist. Wir haben uns intern so verständigt, dass wir erstmal zwei
dieser Arbeitsgruppensitzung abwarten wollten. Das sind jedenfalls die zwei Sitzungen, die unser Ordnungsamtsleiter jetzt wahrnimmt. Und dass wir für Anfang nächsten Jahres einladen wollen zu einer neuen Sitzung, einfach weil vor Weihnachten die Terminfindung unheimlich schwierig war. Und wir hatten in der Zwischenzeit natürlich trotzdem Abstimmung mit der Polizei. Zum einen, wenn große Veranstaltungen stattfinden, aber regelmäßig ist auch das Ordnungsamt mit der Polizei im Gespräch. Das ist im Übrigen auch das Amt bei uns, was die Sitzungen des Präventionsrates inhaltlich vorbereitet und koordiniert. Und dort war die Einschätzung, dass wir dann im ersten Halbjahr des kommenden Jahres zu einer lokalen Präventionsratssitzung einladen werden. Vielen Dank, Frau Jansen. Ich denke, dass wir das Thema, wer vertritt die SVV in diesem kommunalen Präventionsrat, auf die nächste Tagesordnung, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen und dann auch benennen, wer die SVV dort vertritt. Das muss nicht der Vorsitzende sein, das kann auch jemand anders sein. Und bitte auch dann konkreter, nicht so allgemein, erster Halbjahr oder Ähnliches, sondern dass die Stadtverwaltung uns dann auch konkret sagt, mit Terminen und wer aus Sicht jetzt der Verwaltung selbst daran teilnehmen wird und wo noch wer zu berufen ist, zu bestimmen ist, zu gewinnen ist zur Mitarbeit. Dass wir wirklich praktisch das Konzept, mit dem wir einmal gestartet sind, erneuert vorliegen haben, das wäre das, was ich mir wünsche für die nächste SVV. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Ich denke, da ist das eine von Herrn Hofmeier-Slotnik, was er verteilt hat, dass er da vielleicht kurz etwas sagen will. Das Zweite ist, dass jetzt hatte sich Herr Meier gemeldet und ich wollte hinweisen auf ein Treffen am 18. November im Familiencafé um 16 Uhr, Falkenseer Stammtisch rund ums Ehrenamt. Dort soll eine Ehrenamtsstrategie für die Stadt entwickelt werden und die Frau Lümmen ist diejenige, die das organisiert. In der Matz war das veröffentlicht. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, wer daran teilnehmen will, möge sich bei ihr melden, helga.lümmen@mail.com. Ich finde das großartig und möchte mein Fernbleiben an der gestrigen Veranstaltung entschuldigen. Ich hatte in Mannheim einen Termin, war es um Mitternacht wieder zu Hause. So, jetzt Herr Hofmeier-Slotnik, dann Herr Meier. Ja, vielen Dank auch von mir zu sehr, sehr später Stunde nochmal ein herzliches guten Abend an alle Anwesenden hier. Ich möchte einfach, wenn ich schon die Möglichkeit habe, gleich zwei Sachen hier vortragen. Erstens das, was Frau Richtstein auch gerade gesehen hat, hat auch der Seniorenbeirat festgestellt, dass der Bürgermeister nämlich jetzt Anfang März ein Jahr lang Bürgermeister dieser Stadt ist. Aus dem Grund haben wir ihn für Freitag dieser Woche um 10 Uhr zu einer Gesprächsrunde eingeladen in das Familiencafé. Und zwar geht es da um die Frage, ja, was hat er sich im ersten Jahr für Senioren überlegt für diese Stadt? Was will er in den nächsten 7 Jahren machen? Also eine Diskussion darüber, wie soll sich Seniorenpolitik auch in dieser Stadt weiterentwickeln. Also wer von Ihnen da Interesse hat, ist natürlich bei Senioren, ist so ein Vormittagstermin 10 Uhr für Berufstätige schlecht einplanbar, aber kann gerne auch ins Familiencafé dazukommen. Das Zweite, was ich heute hier verteilt habe, ist, dass wir als Teilhabebeirat und Seniorenbeirat inzwischen zum dritten Mal uns einen Kopf über die Frage machen, wie gehen wir mit vereinsamten Menschen um. Die Situation, dass die Leute immer älter werden, dass, sag ich mal, die Arbeitsbedingungen dazu führen, dass nicht unbedingt Familien zusammenleben, sondern teilweise ältere Leute eben auch alleine sind, führt einfach dazu, dass es eine
ja, gerade in der Weihnachtszeit eine sehr schlimme Zeit für solche Menschen gibt, weil Weihnachten ist emotional wirklich in Europa auf jeden Fall so, dass man da eigentlich gerne mit der Familie zusammen wäre und nicht alleine zu Hause vom Fernseher hängt. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir laden solche Menschen, die Weihnachten alleine sind, zu einem echten, schönen, familiären Weihnachtsessen, gut, große Familie, im letzten Jahr waren es über 30 Leute, ein, um mit denen gemeinsam zu essen. Und ich habe einen Zettel hier verteilt und bitte Sie alle, wenn Sie solche Menschen kennen, die bei uns zu melden, damit wir sie dazu einladen können. Wir gehen nach der Entwicklung in den letzten beiden Jahren davon aus, dass es dieses Jahr mehr sein werden als im letzten Jahr. Deswegen findet es im Mehrgenerationshaus statt und nicht mehr im Familiencafé, weil da wirklich mit 30 Leuten und einer kleinen Küche die Kapazität dann also ausgereizt ist. Also deswegen Mehrgenerationshaus, Ruppinerstraße 15. Und die Bitte an Sie, wirklich machen Sie sich einen Kopf. Und wenn Sie nicht selbst die einsamen Menschen aus der Nachbarschaft zu sich einladen, dann nennen Sie die bei uns, damit wir sie einladen können. Ich kann Ihnen auch sagen, im letzten Jahr, das war eine sehr nette Geste, ist der Bürgermeister, den wir auch eingeladen hatten, da als super Service-Mensch dazugekommen, hat den älteren Menschen also auch das Essen damit serviert, hat auch für dieses Jahr, seine Frau hat es mir auch schon zugesagt, die würde ihn auch unterstützen, also dass wieder in diesem Jahr auch der Bürgermeister dabei ist. Wie gesagt, wäre schön, wenn Sie solche Menschen kennen, dass Sie einfach die benennen, damit wir sie einladen können. Danke. Vielen Dank, Herr Hofmeier-Slotnick. Herr Mayer und dann Herr Hamann. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Anmerkung zum Skaterplatz an der Segefelder Straße, da Sie jetzt erzählt hatten, dass da neue Elemente geplant sind, beziehungsweise der Austausch der Elemente. Würde ich noch mal darum bitten, das im Bildungs-, Kultur-, Sport-, Sozialausschuss vorzustellen, was da geplant ist. Genau, auch mit der Frage, der Platz wurde ja die letzten Jahre schon nicht mehr so intensiv genutzt. Und aus meiner Sicht hätte sich hier auch die Möglichkeit ergeben, nochmal grundsätzlicher an die Frage ranzugehen, wie man diesen Platz gestaltet, da auch nochmal die Jugend mit ins Boot zu holen. Das ist jetzt, wenn Sie in der Ausschreibung sind, natürlich wahrscheinlich zu spät, aber trotzdem wäre von meiner Seite nochmal das Interesse, da einen aktuellen Sachstand zu bekommen. Oder ich habe den Sachstand verpasst. Stadtentwicklungs... Was sagt jetzt die Verwaltung? Ja, von mir aus auch gerne Stadtentwicklungsausschuss. In Stadtentwicklungsausschuss soll das im nächsten auf die Tagesordnung kommen. Dann Herr Hamann. Ja, vielen Dank nochmal fürs Wort. Uns erreichte kurzfristig die Information, dass nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg schon aus dem Oktober 23 die Schmutzwassergebührensatzung in Falkensee für unwirksam erklärt worden ist. Da hätten wir die Nachfrage an der Stelle, was bedeutet das für unsere derzeit eigentlich vorhandene einzige Satzung diesbezüglich? Zweitens, was bedeutet das für die Beiträge, die bis zum Gerichtsbeschluss erhoben worden sind oder danach? Und wie geht es diesbezüglich eigentlich weiter mit der Satzung? Vielen Dank. Es antwortet Herr Züller. Herr Vorsitzender, an der Stelle will ich bekennen, dass die Frage sehr komplex ist, sich der Rahmen hier heute in der SVV nicht anbietet, es dezidiert vorzutragen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Problematik der Befassung vor Gericht daher rührt, dass es einerseits eine differenzierte Beitragsgestaltung gab im Bereich der Satzung, um bestimmten Anforderungen gerecht zu werden, zum anderen aber auch das Thema Altanschließerproblematik davor diskutiert worden ist hinsichtlich Wirksamkeit von Satzungen, Rückwirksamkeit, Einbringlichkeit von offenen Beiträgen an der Stelle, respektive auch Gebühren, würde ich bitten, dass das mal ein Thema im Hauptausschuss ist. Ich hatte dazu heute den Geschäftsführer der OVA, die sich natürlich als Eigenbetriebsführer dazu mit dem Thema beschäftigen müssen und uns ja auch als
Betriebsführer einen entsprechenden Vorschlag machen, wie man damit umgeht, dann im Hauptausschuss zu bitten, einen entsprechenden Vortrag zu halten. Sie haben ja hinreichend beschrieben, was Sie für eine Frage haben. Und dann würde der Geschäftsführer das entsprechend ausführen, respektive der Rechtsanwalt Kühne, der sich mit diesem Vorgang oder mit diesen Vorgängen beschäftigt. Ich hoffe, das ist dann an der Stelle sachgerecht. Heute, wie gesagt, nur der Verweis auf die Befassung im Hauptausschuss wäre mein Vorschlag. Der Bürgermeister wollte ergänzen. Ah, anderes Thema. Ah, okay. Nur ganz kurz. Wir haben ja traditionell in der letzten SVV im Dezember immer des Jahres so eine kleine Weihnachts-SVV, in der wir dann ja auch hoffentlich am 4. Dezember auch den Haushalt verabschieden. Und da wollte ich bloß Bescheid sagen, dass wir halt auch wieder ein paar Getränke dabei haben und ein paar Schnittchen und den Catering-Betrieb der Kantschule wieder gebucht haben, sodass wir also am 4. Dezember dann hoffentlich mit dem verabschiedeten Haushalt eine kleine Weihnachts-SVV veranstalten, und ich lade Sie recht herzlich dazu ein. Mehr wollte ich gar nicht. So, wird es uns schmackhaft gemacht, dem Haushalt möglichst zügig zuzustimmen. Ja, vielen Dank. Gibt es unter Sonstiges noch weitere Wortmeldungen? Herr Lück. Das ist nicht mehr aktiv. So, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrter Jugendbeirat, sehr geehrte Bürger. Die junge Dame, ich habe mir leider den Namen noch nicht gemerkt, das wollen wir in Zukunft, dann werde ich mich da bessern, hat vorhin angemerkt, dass offenbar das Kommunikationsniveau zwischen Stadtverordneten und Jugendbeirat nicht immer den Ansprüchen entsprach, die sie verständlicherweise daran legen. Dabei musste ich an eine Aktion des Jugendbeirats wiederum denken. Und zwar wurden zu den letzten Wahlen oder rund um die Wahlen, also sprich zur Stadtverordnetenversammlung, aber auch zu den Landtagswahlen, wurden Plakate aufgehangen, gemäß derer es zu verhindern galt, dass irgendwie hier eine Partei gewählt wird oder Menschen gewählt werden könnten, die wieder Hakenkreuze im Land sehen wollen. Das ist vielleicht auch nicht so die richtige Art der Kommunikation mit der Gegenseite. Und da ich kürzlich, also gestern meine ich, in der Bahnhofstraße davon auch noch zwei hängen sehen habe, von diesen Plakaten, wäre es vielleicht eine schöne Geste, wenn der Jugendbeirat, ich glaube Herr Mietig, war laut Impressum damit verantwortlich für, sich darum kümmert, dass diese Plakate verschwinden. Vielen Dank. Dazu hatte sich jetzt Frau Roth gemeldet und dann Frau Konku. Also es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Sie haben uns da leider verwechselt. Das war das Jugendforum, nicht der Jugendbeirat. Es war das Jugendforum, nicht der Jugendbeirat, der diese Plakate anscheinend aufgehängt hat. So, jetzt Frau Konku. Ja, und ich möchte dazu ergänzen, dass auch die Dinge, die das Jugendforum da geschrieben hat, die stehen mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz und unserer Verfassung, zu der Sie sich ja heute hier auch eindeutig bekannt haben. Herr Dr. Pollmann, dazu oder zu einem anderen Thema? Dazu. Ja, ich würde auch meinen, es ist das vornehme Recht der Jugend, auch mal die uns durch den Kakao ziehen zu dürfen. Das wollen wir denen mal zugestehen, würde ich meinen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es unter Sonstiges noch Wortmeldungen? Dann beende ich die heutige Sitzung, den öffentlichen Teil. Wir wollen dann die Nichtöffentlichkeit herstellen, und wer will, kann sich einfach mal auf seinem Handy erkundigen, was gerade in Berlin passiert.